Heute Seelenorden. Erstmal nur zu zweit, vielleicht zu dritt. Wir schauen mal. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und mit Jimmy King gibt's wieder Sea of Thieves. Hallo, schön, dass du mitmachst. Hallo. Und da ist ein Schädel, da fahren wir hin, mal gucken, ob da jemand ist. Wir haben heute, dadurch, dass wir nur zu zweit sind, auch nicht ganz so die Lust auf PvP ist, verständlich. Wir haben uns aber bewusst für die Brig entschieden, weil die einfach das schönere Schiff ist. Und wir mehr Möglichkeiten haben und vielleicht joint ja noch jemand unsere altbekannten Mitpiraten heute nach. Dann hätten wir noch einen Platz frei. Sag mal, da scheiden sich die Geister bei dem, was du gerade gesagt hast, dass die Brig das schönere Schiff ist. Findest du? Ich bevorzug Sloop. Echt jetzt? Ja. Ich bevorzug Sloop. So, und hallo Luis, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo. Ja, ich sag mal, die Sloop ist vielleicht nicht so schlecht, wie sie gerne mal gemacht wird oder in den vielen Augen so schlecht ist. Aber allein, dass du halt zwei Kanonen hast pro Seite, ist halt schon ziemlich mächtig. Das definitiv. Dass die Schiffe, dass die Brig einfach das wendigere Objekt ist und dass die mehr Bums sind, dann hinterher. Nee, die Sloop ist, Sloop ist wendiger. Die Brig ist einiges wendiger als die Galley. Ja. Und nicht ganz so unwendig im Vergleich zur Sloop, aber im Verhältnis zur Galley. Aber trotzdem ist die Sloop eigentlich immer noch mit das wendigste Schiff. Also, wenn du mit der Sloop gut umgehen kannst, ja, und wenn du immer gut segelst und immer auf den Wind achtest, dann segelst du eigentlich jedem. Ja, was heißt davon? Aber so lange weg, bis derjenige keinen Bock mehr hat. Ja. Du kannst dann mit einer Sloop eine Galley versenken, wenn du das gescheit machst. Ja, ja. Geht. Als wir angefangen haben zu spielen, also in der Konstellation mit Hannibal, Psychos, Hiro und ich, sind wir auch einmal versenkt worden. Als Galley. Von der Sloop. Wir waren überhaupt nicht eingespielt, jeder ist rumgeeiert, die haben uns zu zweit gut platt gemacht. Mhm. Ich war quasi Wiedereinsteiger, die anderen auch, also es war... Die wussten genau, was sie tun, also von daher, klar, geht das. Ja. Du bist mit der Galle bist relativ weit oben, sag ich jetzt. Und wenn es gescheit ist, weit nahe rankommst, sodass die keinen Radius haben zum Schießen. Okay, es ist das Vor direkt vor uns. Das kennen wir von gestern. Ziemlich das gleiche. Ich soll dann meine Segel hochmachen. Ja, wir müssen noch ein bisschen ran. Also, wir werden jetzt eh wahrscheinlich wieder ein paar Kugeln abkriegen, die wieder fliegen. Wie mit. Wie eine Cruise Missile. Ich werde mich wieder aufregen, aber. Ey, so ist es nun mal, ja. Also ich sehe aber auch niemanden, der dran liegt. Ne, da mach's vordere hoch, bitte. Ja, bin dabei. Aber warum feuern die nicht auf uns? Weil es nicht das Vor ist, schätze ich mal. Weil hier kommen schon Windchen. Lass mal Segel. Okay, aber es ist eine Muse. Aber es ist kein keiner. Aber sie müssen eigentlich feuern. Ja, da muss wer an Land sein. Willst du, Achtung vor uns, du müsstest einmal stark links einlenken, weil Steiner fösen gleich. Da rennt doch schon der Boss rum. Da rennt zumindest mal einer rum. Ich schau mal auf die Insel. Das ist nicht der Boss. Nicht, dass da einer snappt. Das ist nur ein aschgrauer Hüter. Nein. Ja, der mal. Also ein Spieler muss das schon angefangen haben. Okay, dann haben wir ein Programm drauf. Ich gehe mit dem Schädel wieder an Bord. Vielleicht jemand, der solo war und ist rausgeflogen. Disconnect oder so. Also, anders kann ich mir es gerade. Schiff, aber da war irgendwo ein Lu da. Oder Schiff zumindest. Weißt du? Ist auf jeden Fall. Ich sehe nur kein Schiff. Ich sehe auch weder Meerjungfrau noch Spieler. Also. Ich schaue mir um noch, wie es jetzt mit dem Loot ausschaut. Okay, da ist ein zweiter aschgrauer Hüter.
Ist überhaupt Loot drin? Guck mal von oben runter. Ja, warte kurz, ich muss gleich die Skelette legen. Weil da ist ein Hüter herinnen. Okay, also zumindest. Warte, Loot ist drinnen, ja. Okay. Ah, da kommt was. Hinter mir ist ein Keck. Ich sehe zumindest mal eine beleuchtete Sloop, glaube ich, ist es. Aber die fährt, glaube ich, nicht auf uns zu. Die fährt weg. Geh mal ins Krähennest. Ja, ich muss mich gleich mal um die Ringfeste kümmern, eventuell. Hat da irgendwelche Sprengfässer gehört? Hinter mir. Ach gut. Okay, ich muss nur woanders hin. Ich sehe kein Schiff, ich bin gerade mal eine halbe Sekunde im Bad. Moment. Oh shit. Da ist Sprengfass. Okay, Big Boss kommt. Okay, spring. Hallo Traum! Wie hast du reich aus? Hallo! Hallo Traum! Ich hatte gerade wenn so eine Bartstoppel im Mundwinkel wächst und den ganzen Tag piekst und gerade eben ist mir wieder aufgefallen. Ja. Ah, sehr gut, da ist einer. Wir sind in die Luft gegangen. Bossi ist schon da. Boss ist da auf jeden Fall. Komm. Ja. Wo tauchst du jetzt auf? Tauchst du jetzt hinter mir auf? Aber der kann nichts schmeißen, ne? Nicht, dass ich jetzt wüsste. Okay. Die Brachiale. Wenig Lust auf Streams, der Traum. Was machen wir denn hier ohne dich? Das geht doch nicht. Ich meine, mach auf das, was du Lust hast, um Himmels Willen. Aber du fehlst uns schon. Das muss man ganz klar erwähnen hier. Aber wenn du halt viel zu tun hast, ne, dann ist klar, ne, dann ist, hat man auch nicht immer... Achtung, Sprengfass, Sprengfass, Sprengfass. Ich würde gerne mithelfen, aber ich bleib lieber oben, ich kenne das. Wenn ich jetzt runtergehe... Und dann, ich war ja nur kurz, dann kommen sie angesegelt. Ich habe übrigens, man kann den LED-Streifen wieder umstellen, ich habe mal ein bisschen die WLAN-Kanäle rumprobiert. Ich habe einen gefunden, wo es nicht so viel Störung gibt. Zwar hier und da von den oberen Scheinwerfern fällt mal einer kurz aus in der Steuerung, aber die bleiben ja nur an. Die müssen ja nichts tun. Wichtig ist der LED-Streifen da. Und der ist jetzt mal permanent verbunden, zumindest als ich es getestet habe. Das ist schon mal gut. Daher bin ich... Wo bist du jetzt? Also diese Auto-WLAN-Konfiguration von der Fritzbox im 2,4 GHz Netzwerk lässt mir der aktuellen Firmware zu wünschen übrig. Denn der nimmt nämlich immer was, wo ich nur Störquellen habe, aber wenn ich es manuell mache und sage, nimm jetzt den Kanal, friss oder stirb, dann scheint es ganz gut zu klappen bis jetzt. Nee, ich hab beim Streaming-PC nicht Windows 11 installiert. Ich hatte im Urlaub wenig Zeit, dadurch, dass ich auch noch ein bisschen krank war, weil ich, ob du es mitgekriegt hast, ich habe mich nicht krank schreiben lassen, weil es war nur ein bisschen Magen-Darm. Ich konnte ja so auch am PC sitzen und habe ein bisschen was gemacht, aber ich war nicht so ganz motiviert, den PC neu aufzusetzen und habe auch nicht so viel Mehrwert aktuell gesehen da drin. Ich habe dann das virtuelle Mischpult habe ich hochgezogen, Traum, auf die neueste Version. Und somit ist der PC, also ich, den einzigen Mehrwert, den ich hätte, sehr gut. Wäre das, wenn ich diese Twitch-Beta hätte, dass ich mit dem NVN, dass ich AV1 streamen kann, wenn ich diese Twitch-OBS-Beta hätte, so, dass ich mit dem AV1 streamen kann, dann, das würde der einzige Vorteil, der mir aktuell Windows 11 bringen würde. Da kommt eine Sloop.
Ist noch ziemlich weit weg. Okay. Das heißt, hol mal die wertvollen Sachen. Mhm. Besonders ist ein Schädel, das sind Schädel. Aber es kommt definitiv eine Sloop in unsere Richtung. Mhm. Muss man die Schatztruhe gleich mitnehmen? Ich renn auch mal hoch und hol was. Ach guck mal, das ist sogar. Das ist eins, was speziell jemand getriggert haben muss, oder? Ja, Seelenorden. Das ist ein Seelenorden. Ja, perfekt. Mhm. Das sind alle Schädel, die was man da kriegt. Schatztruhen hätte ich genommen. Du huckst mir das Zeug, ich schau, dass ich es so schnell wie möglich runterbringe. Ich renn auch noch einmal. Hm. Weil das, den Dings habe ich schon hingestellt. Weißt du denn? Da ist glaube ich noch ein dunkler Schädel, der ist noch was wertvoll. Ja. Du huckst und segelst weg, sobald es zu nahe kommt. Ich komme mit dem Mermaid nach, sonst. Ah ja, also aktuell sehe ich gerade keinen mehr, aber ich gehe nochmal aufs Schiff jetzt. Mhm, ja, aufs Schiff. Aber wir hätten noch was zum Ausbuddeln. Ja. Und da hatte ich Traum, dass ich sowas von beschäftigt war mit WLAN-Problemen und alle möglichen Sachen ausprobiert habe. Achtung. Hatte ich auch keine Lust oder gar keine Zeit, noch irgendwas am Stream rumzuprobieren. Ne? Und neue Dinge zu adden, was ich ja eigentlich noch super viele Ideen habe. Aber das ist halt komplett eingefroren, weil ich komplett genervt war, dass das WLAN-Problem halt im 2,4 GHz Netz war. Ne? Deswegen ist nicht so viel passiert eigentlich. Obwohl ich gerne noch ein bisschen mehr gemacht hätte. Ne? Aber wenn das jetzt mit dem WLAN klappt, oder halbwegs klappt, nämlich ich nicht mehr drum kümmern muss. Mhm, ich hab da einen Schädel hingelegt. Ich hole jetzt nur den letzten und dann hole ich das Gold noch auch. Ja, die Sloop ist noch unterwegs, aber die hat Gegenwind. Okay. Das heißt Gegenwind. Zumindest ist halt sehr langsam. Aber der Schädel, den du hingelegt hast, war der von unten, oder? Also war der aus dem Fort? Der war aus dem Fort raus, okay, ja. Gut. Ich hab nur mehr einen und dann sind wir's. Ich kann noch an der Insel da stehen. Ausbuddeln! Einmal da drüben, ich sehe gerade keinen, ich geh schnell buddeln. Mhm. Wir bringen den an Bord. Soll ich dann an Bord bleiben, während du buddelst? Oder? Wenn du alles gebracht hast, ja. Ja, ja, habe ich. Jetzt nehme ich einmal hier. Eine Kiste. Im Englischen heißt doch Kiste Chest, oder? Ja. Also. Deswegen gibt es diesen Witz. Auf Englisch. Ich übersetze ihn euch auch gleich. Für die, die es nicht so gut verstehen. What's a worst pirate's nightmare? Also was ist der schlimmste Albtraum eines Piraten? Und da kommt jetzt die Doppeldeutigkeit des Wortes Chest. Weil Chest ist einmal die Kiste, aber es ist ähnlich wie bei uns die Bank. Die Bank ist ja auch zum Draufsitzen oder zum Geld einzahlen. Und Chest ist, ist im Amerikanischen oder Englischen die Kiste, ist aber auch der Brustkorb. So. Und die nächste Doppeldeutigkeit, die in dem Gag zugute kommt, ist Booty. Booty ist einmal das Piratenwort für Beute, ist aber auch das Wort für Hintern. Und der Witz ist, what's the worst pirate's nightmare? Sloop ist schon fast da. Oh, okay. What's the worst? Sloop ist schon fast da. Ja, ich bin am Buddeln. A sunken chest with no booty. Also, Hängebrust und kein Hintern. So ist der Witz. Ja, Segel aus. Ja, mach. Dann fahren wir nach. Das ist schon fast wir fahren gleich nach rechts. Ja, aber ich muss erst uns einmal wegbringen von da. Scheiß Ankern.
Die scheiß Landschaft. Jetzt schlagen sie nach links okay, ein. Sie schlagen. Lass mich segeln, komm. Lass mich segeln. Ich hol mal Kugeln. Passt. Ja, hat's nur gedacht. Das okay. Kann sein, dass das dem hier vor war. Aber ja, warum sind die weggesegelt? Wahrscheinlich sind es warm oder so. Ich schnupfe mir die Löcher. Wir haben nur zwei. Ich sag mal, wenn sie gestorben worden wären. Warum haben sie denn dann eine Stufe 3 Flagge? Das ist eine gute Frage. Aber die haben's, du hast die Flagge gesehen, die rote. Die haben es auch gesehen auf. Auf Fight PvP. Aber sie haben auch Dings, ne? Sie haben auch Seelenorden. Seelenorden, ja. Genau. Seelenorden, ja. You're losing your religion. Hä? Das ist ja kein PvP und das ist auch kein Dings. Wohin? Erstmal weg von denen. Zwar eine Gilden, ja, zwar eine Gilden. Ja, sie sehen hinterher. Ja, aber sie werden nicht an uns rankommen. Wir sind schneller. Als Wüst kann ich es zum Ankern zwingen. Nein, 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 nein. Wir haben doch wesentlich besseren Wind. Segel ausrichten. Hm. Die kommen nicht an uns ran. Ja. Segeln sind so aus. Ja, weil ich gerade eingeschlagen habe. Die kommen nicht an uns ran. Und wir haben die ganze Karte, also. Lass uns wegsegeln, die drehen freiwillig rum. Ja. Losing your religion. Warum verlieren? Losing heißt doch verlieren. Losing my religion, meinst du? Joa. Ich verliere meinen Glauben. R.E.M. Ach so. R.E.M. Ach so, okay. Das ist ein Lied. That's me in a corner. Ganz bekannter Text. Ah, okay. Rechts von uns ist eine Insel. Sie ist. Gut. Ja, sie drehen schon ab, siehst du es? Die Peace East, also die hat die Knochen Dings oder Dings. Weil sie uns gar nicht hinterherkommen. Ja. Soll ich da schauen, wo der nächste Outpost ist? Eigentlich in die Richtung, dachte ich. Da kommt ein Raid! Joshek, 6 Raider! Hallo mein Bruno, schön, dass du reinschaust. Hallo, why you read this? Lustiger Name. Hallo, Sechuis. Schön, dass ihr reinschaut. Hallo. Ihr habt Sea of Thieves gespielt. Was habt ihr gemacht? Wart ihr gerade hinter uns? Seid ihr das? Da kommt der automatische Raid vom Bot. Sehr schön. Du müsstest eigentlich fast südlich, aber dann kann man mal. Ja, aber südlich sind genau die gerade hingefahren. Das mache ich nicht. Okay, dann willst du Ensign Spire fahren, okay? Ja, wieso nicht? Ja, ja, ich hab gerade verkauft, ja. Okay. Genau, wir nehmen Ensign Spire. Da können wir doch gemütlich abgeben. Ja. Beziehungsweise, warte mal, was sagt unsere Flagge? Ah, wir müssen nur noch einen Schädel machen. Komm, lass uns hier irgendeine billige Quest machen. Seefahrten, Seelenorten, irgend so. Hier, besiege eine Skelettcrew, ganz billig. Direkt hinsegeln. Ganz genau. Unten abstimmen. Ja. Ihr wart in Devils. Oh, da gibt's ja mehr Loot, ne? So, zum Beispiel jetzt. Wir müssen einmal südlich. Südlich. Was ist das weit weg? Nein, wir fahren gerade zu. Auf die kleine Insel. Halt den Kurs so. Ja, das ist aber nicht südlich. Der Südost ist das. Süd-Südost. Ist es die vor uns, oder was? Die kleine. Links jetzt? Die kleine Insel vor uns. Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ha, in Devils war ich lange nicht mehr. In Devils Raw war ich halt früher, aber als es halt neu war. Aber die Vulkane und das Ausbrechen, haben sie das irgendwann angepasst, dass es nicht mehr so häufig kommt? Ihr habt mich schon mal auf YouTube gesehen. Immer, wann ich Solo fahr. Also ich bin zumindest der YouTuber, der am meisten Sea of Thieves Content produziert. Ob es jetzt gut ist oder hochwertig, sei mal dahingestellt. Und es sind auch nur aufgenommene Streams, aber hey. Zumindest bin ich der deutsche YouTuber mit dem meisten Sea of Thieves Content aktuell.
Geh du das erste Segel vor, ja, mach. Ja, und das stimmt, da fahren sehr wenige rum. Das hat man so ein bisschen seine Ruhe, das stimmt schon. Ne? Wenn man sich mit dem da segel die immer hin, wenn ich Solo spiele. Solo Segel im Norden lebt. Und da schenkt Traum, giftet ein Sub. Wir sehen mal die neuen Emotes. Sehr schön. Danke dir. Soll ich auf die Insel umgehen? Ich glaube, Rugenbare macht mehr. Was? Ich mache doch aktuell täglich ein 2- bis 3-Stunden Video und der macht noch mehr. Challenge accepted. Nein, Quatsch. Soll er machen. Ja. Soll er machen. Sei ihm gegönnt. Bruno, darf ich da kurz einhaken? Nee, der spielt nämlich Skull of Bones nebenbei. Und SOT-Video kommen einmal in der Woche bei ihm. Ja, es ist doch. Also, ich kenne auch. Es mehr. Ist doch jetzt egal, ist doch kein Wettbewerb. Nee, nee. Wer hier mehr macht, das ist bei mir ist Hobby. Ja, also, alles cool. Aber danke für deinen Raid. Freut mich. Ich raide auch gerne mal zurück, wenn du noch länger on bist und mal spielst, als ich gerne. Und danke dir für dein Follow. Freut mich. Oben ist alles. Ich versuche ihn zu hooken. Danke dir für dein Follow, sehr gut. Bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf die neue Season. Die kommt ja bald. Am 30. glaube ich. Ne? Och, ich bin tot. Bitte. Aber danke dir für dein Follow. Why you read this? Wie bist du auf den Namen gekommen? Erzähl. War kaum, dass ich das Fenster ein bisschen offen kommt, sofort die ersten kleinen Obstfliegen. Aber ich bin froh, dass es so warm ist, dass man das Fenster aufmachen konnte. Es ist so gut. Und danke, mein Bruno, für auch dir für den Follow. Weil ich weiß nicht, also diese Kugel, dass da drüben Skelette spawnen. Und zu Anfang war ich auch so ein bisschen skeptisch. Über dieses Horn, was so ein bisschen Wind machen kann. Dachte ich auch, oh, braucht man das? Aber wenn man mal Verfolgungsjagden gemacht hat gegen Schiffe, die einfach nur sinnlos wegsegeln, würde ich mir manchmal so ein, nenn es mal Windhorn, würde ich mir so ein Windhorn echt wünschen. Und daher... Ich halte immer noch mal Ausschau. Ich sehe es schon, 5 Skelettkugeln auf meiner Solostube. Irish King, hallo. Läuft die Seeräuberei bisher recht ruhig. Bis auf eine Sloop, die meinte, sie muss uns das Fort streitig machen. Wobei, wir hatten es schon gelootet, also. Und jetzt gucke ich gerade, dass kein anderes Schiff kommt. Ja, wir versuchen die Seelenorgenflagge. Ich hätte gern die Jacke des Jägers. Nachtjägers heißt das, glaube ich. Und für die Jacke des Nachtjägers brauchst du so und so viele Skelettkapitäne. Hat noch nicht ganz gereicht. Aber hier ist ja noch ein bisschen was. Warte mal, ich nehme mal die Lagerkiste und mache das Beiboot noch leer. Haben wir ein Beiboot eigentlich aktuell? Nö, dann. Dann hol locker das Beiboot bitte. Machen wir es dann leer. Ja, mache. Ist immer noch so ein bisschen Schutz, ne? Wenn wir von hinten beschossen werden. Ja. Ich sammle mal noch ein, was da liegt. Ja, das war. Ist ein Dreizack. Den nehmen wir mit. Und es hat nicht ganz gereicht. Wie viel fehlt denn noch? Hälfte. Ja, machen wir noch eins, komm. Es geht ja fix. Ja, das schon. Wir sind unbesiegbar, naja. Danke dir, mein Bruno, fürs dabei sein und schlaf gut. Bis zum nächsten Mal gerne. Free Paces East. Und hi Arthur, schön, dass du reinschaust. Hallo. Nur Bretter drinnen. Egal, die haben wir wieder. Achso, warte, ich gehe unten abstimmen. Mhm. Seefahrten, Seelenorden, Kopfgeld eines Skelettcrew. Okay, einmal abstimmen bitte. Cutlass Cay. Warte, ich schau da schon nach. Cutlass Cay ist gleich einfach südöstlich. Ja, das gleich ist, wenn du die machst, ist immer direkt nebendran. Das ist, ich meine, ja.
einerseits, wie doof, andererseits, na, dann geht's wesentlich schnell. Also ich finde, bei so kleinen Missionen, dass das direkt die Insel nebendran ist und man nicht 3 Kilometer rumsegeln muss, ist auch eine nette Neuerung mit der Season. Ja, ja, definitiv. Stimmt tatsächlich mit der Ananas. Was? Dass es Ananasse ist, das hat doch auch heute einer geschrieben. Übrigens bei der Aufnahme, wo wir das mit der Ananas diskutiert haben, was die Mehrzahl ist, da war, aber nur in der Aufnahme, nicht im Stream. Ich habe nachgeguckt. Mein Kamerabild ein bisschen zeitversetzt bezüglich meiner Stimme. Was sehr unnatürlich ist, sich anzugucken. Weil man hört halt meine Stimme und der Mund bewegt sich dann eine halbe Sekunde später oder so. Das ist nicht die Qualität, die ich bieten will. War aber komisch nur bei einer Aufnahme. Sonst, die Aufnahme von gestern war super, ne? Das warst du, Arthur. Ah, alles klar. Okay. So, du schließt dich an. Ja, dann danke für deinen Raid nochmal. Joschek, schlaf gut. Gerne bis zum nächsten Mal. Und ich, wie gesagt, revanchiere mich, wenn du online bist. Und ich gehe ins Bett. Ne? Hau rein, bis zum nächsten Mal. Diesmal hüpfst du rüber. Nö. Der Captain macht doch nicht die Drecksarbeit. Ja. Hallo? Die Drecksarbeit mache ich gern. Man muss es nur richtig verkaufen, ne? Skelette töten hilft mir nämlich auch. Ah, wo sind sie denn? Ah, da. Ja, klein mit der Planer. Ich hasse das so viel, wenn die Dinger immer mit der Donnerbüchsen schießen. Die Schlange gibt am Keks. Wo ist denn die blöde Schlange? Ach so. Na. Oh, Mist, sie. Ja, ich stehe zu nah. Wir kommen. Aber wo kommen es denn, die Tüdeln? Ich glaube, auf der Mitte der Insel. Na, da herbei kommen sie. Ich glaube, da, ne? Ja, die Jacke ist hübsch. Genau fürs Verstecken, Irish King. Du hast es erfasst. Ne? Nicht die Mehrzahl von anderen, das sind nicht Ananesen. Mein Gott, haben wir jetzt alle bescheuerten Dinge durch. Es ist Ananasse, so bekloppt es auch ist. Boom. Ja, ihr seid. Da schießt wer? Oh, da hinten ist ein Sloop. Das sind unsere Freunde, glaube ich. Könnte möglich sein. Aber wo ist denn jetzt nur das Skelett da? Na, da. Na, kommt's zu Daddy, kommt's zu Daddy. So. Er ist jetzt endlich drauf, doch, du Bananenkopf. Vielleicht hat sich ein Närr geschossen. Also. Hast du das? Nein, ich hab nicht geschossen gerade. Nein, 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 mit den Kugeln. Na? Mit der Feuerkugel, doch, das warst du doch. Achso, ja, mit der Feuerkugel war ich. Ach, Männer, jetzt hat er mich umgebracht, weil ich jetzt Spott gegessen hab. Ich hasse es, wenn ich das immer zu Spott dran bin. Reagiert einfach zu langsam ab und zu. Na, da ist einer an Bord, also bei den Verdammten ist einer. Also auf jeden Fall ist einer gerade an Bord gehen. Ich hab schon wieder irgendwo hingeschossen, aber wohin? Warte, ich geh unter Bord, ich geh von Bord. Na, du siehst unsere Feind, okay.
Wir segeln nach oben weg. Ich hab gerade Brandbomben geschossen. Das höre ich schon nicht mehr. Komm wieder leise zu dir hochgesegelt. Hey Mann, nee, wie gesagt, wir haben gerade erst angefangen, ne? Halbe Stunde, Arthur. Also. Von daher ist noch nicht viel. Gerade dabei, die Flagge voll zu machen. Recht viel hat das jetzt auch nicht zählt. Wir müssen sie ja noch hoch. Leider noch nicht. Ja. Oder war es nur ein Schädel? Das war nur ein Schädel. Das ist nur ein Schädel. Ach so. Wer ist das nicht? Die Dreier bringen mehr. Puh, ja gut, dann gucken wir mal. Nehmen wir noch was anderes, komm. Ist doch egal. Warte. Ich würde gar nicht was aus. Wir haben mal einen Schnitter Stufe 1. Ja. Willst du da gehen oder? Nee, wir segeln erstmal wieder zurück, hätte ich gesagt, bevor wir hier wir werden hier jetzt nichts annehmen. Okay. Wenn wir jetzt hier was annehmen. Nein, wir haben uns falsch gedreht. Scheiße. So ein Anker ziehen. Ey, ach Quatsch. Vom alten Loch. Ich kümmere mich ums Loch unten. Danke dir. Alles kein Problem. Wir hatten das ja gerade von Arthur, ne? Also wer in Devil's Raw, schön ruhig. Kann man auch mal alleine die Segel setzen. Devil's Raw mache ich immer gern. So, wir fahren jetzt weg von dem Schnitter erstmal und danach können wir uns überlegen, was wir machen. So, und du wolltest was abgeben? Ein Kopfgeld auf einen Skelettlord, oder was? Na, drei. Du hast neben den einzelnen hast du gleich den Dreier. Ganz oben, das zweite, eins rechts um mich. Ja. Ja, da wo die Kopfgeld in Skelett Captaine. Den nehmen. Okay. Weil das sind drei ich bis zu drei. Ja, okay. Egal, wir fahren erstmal nach oben, dass es oben eine Insel wird, ne? Mhm. Und nicht da unten rumdümpeln, wo der Schnitter ist. Ja, die gehen bis zu drei Köpfe auf gut Deutsch und. Mhm. Können aber auch größere Inseln sein, ne? Ja, genau. Können aber größere Inseln sein. Ja, okay. Die Einzelnen geben immer die kleinen Inseln. Die mache ich in Devil's Roar zum Beispiel. Da fahre ich immer die kleinen Inseln an. Aber da habe ich gestern auch noch einen Schnitter am Bob spicken gehabt. Schon wieder ein Bot, der mir Follower verkaufen will. Für Instagram. Mhm. Sucht euch ein Hobby. Willst du nördlich auf oder? Ich wollte mehr nach Nordwesten. Okay, nach Nordwesten, ja. Weil, wie gesagt, rechts ist die Guck, die fahren da jetzt los. Wenn die uns gesehen haben, fahren die uns jetzt sogar hinterher. Okay. Ja, die haben uns noch nicht gesehen. Hoffe. Deswegen, also ich möchte. Kann aber auch sein, dass sie einfach da das einsammeln wollen, ne? Mhm. Müssen wir weiter nordwestlich, aber da ist eine Insel rechts neben uns. Gucken mal. Ja, die werden sich. Das war auch meine Idee, dass sie sich die Schnitterprämie holen. Das ist auch nur eine Sloop. Aber trotzdem. Auch die kann nerven. Wahrscheinlich. Ja, definitiv.
Ja, die holen bei der Schnitterprämie. Sehr gut. Die haben jetzt gerade angelegt. Problem ist, wir fahren ihn jetzt genau vorwärts her, ne? Mhm. Ja, fährt mindestens nur eine Straße, fährt fast nur noch über den Kreis. Das ist leider das. Sollen wir Fleisch ausbrauen, solange wir fahren? Ja, mach doch. Kannst du eh gerade nichts machen. Bring uns erstmal weg von denen. Der Wind könnte dümmer nicht stehen. Ja. Und fast nur Nebel ein Jahr noch, gell? Ja. Der Kuppel hat momentan kein Internet. Starlink gibt's doch jetzt relativ günstig in Deutschland. Damit kann man auch Sea of Thieves zocken. So Counter-Strike oder so, würde ich jetzt nicht sagen, aber... Sea of Thieves müsste gehen. Was heißt günstig? Entweder du kaufst die Hardware für, ich glaube, einen Fixpreis. Also da geht es ja um diese Satellitenschüssel, die sich automatisch ausrichtet. Oder du kannst sie mieten. Und ich glaube, ansonsten sind es 50 Euro im Monat oder so. Also es war recht günstig. Und ich sag mal, hol dir woanders mal Highspeed-Internet. Da bist du auch 50 los im Monat. Manchmal gibt's für ein halbes Jahr 20 oder so, okay. Als Angebot, aber... Ich glaube, als das begonnen hat, warst du noch bei über 100 Euro im Monat oder so. Deswegen, also wir haben einige Kunden, die wirklich... Ach, wir haben einen Kunde, der hat 3 Mbit. Und die wollen jetzt WLAN haben für ihre Gäste zu übernachten. Nämlich gesagt, mit was? Sie haben 3 Mbit. Ja, da machst du nichts. Ja, wirklich, du kannst nichts machen. Ne? Aber wie gesagt, er kann sich das mal angucken auf der Starlink-Webseite. Das ist echt attraktiv geworden. Bevor man halt gar nichts hat. Und wenn er es mietet und dann wieder kündigt, wenn er dann wieder anderes Internet hat. So, wenn wir bei Lone Cove sind, dann stimmen wir ab. Dann sind wir ein gutes Stück weit weg vom Schnitterposten. Die sind eh maximal Stufe 2 dann. Die sind immer noch da unten und dann haben wir unsere Ruhe. Mhm. Und dann wird es wahrscheinlich Lone Cove oder Smuggler's Bay oder irgendwie was. Hey, 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 Smuggler's Bay. Man kennt's. Wahrscheinlich.
Aber solange mit der jetzt schon dort steht, ist scheint es, wenn er. So, als Solo machst du doch keinen Schnitte. Aber er braucht sehr lange. Ja, das stimmt. Er dürfte Solo sein. Könnte Solo-Spieler sein. Solange wie der dort steht. Wir müssen ein bisschen weiter rüber. Hast du schon was am Tisch aufgelegt? Ich glaube, oder? Guck mal. Aber stimmen wir noch nicht ab. Hallo. Ja, hab ich nicht. Ich lege. Ich weiß nicht, vielleicht zählt es ab dann, wo ich es hinlege. Cool, ja. Bin ich mir nicht sicher. Vielleicht doch erst ab dann, wo wir es abgeben. Er braucht zu länger. Weil das Problem ist ja bei dem, was ich machen will, ich brauche ja nicht die Schädel, also ich brauche die Schädel schon für die Flagge. Aber ich brauche ja im Prinzip für die Freischaltung nicht die Schädel, sondern ich muss ja die Anzahl von Skelett-Captains töten. Ja genau, und deswegen sage ich auch. Das ist eine Dreier-Version, ist da gut. Ja, das dauert nicht zu lange und man hat wieder drei, das stimmt. Ich guck gerade mal bei Ansehen, Seelenorden. War es Jäger verwunschen, der Cruz? Ja, nee, es war Jäger verwunschen, der Kapitäne hier. Und da brauche ich erstmal 450, ich bin bei 350. Wie kann das denn sein? Dann zählt das nicht, oder? Ich hatte gestern auch 350. Wahrscheinlich sind das dann Schiffe. Sind das Schiffe? Skelettkapitäne. Müssen das Schiffe sein? Na, Kapitän, ich glaube, die Skelettkapitäne, wenn wir die jetzt dann machen, die zählen sicher. Wir gucken mal. Und wenn, und wenn nicht, dann wissen wir es. Auf jeden Fall, ich hatte gestern ja. 350, hatte jetzt auch 350. Okay. So, wir sind in der Nähe von Lone Cove. Ich leg mal auf. Du kannst dann gleich abstimmen, warte. Mhm. Da, da. Okay, kannst. Sehr gut. Cannon Peak. Cannon Cove. Ist Cannon Cove nicht also unter Cannon uns? Cannon Cove, ja. Oder über uns? Cannon Cove. Na. Cannon Cove, warte mal. Ja, müssen wir wieder runter. Ah, oh, scheiße. Ja. Scheiße, das ist. Müssen wir wieder runter. Wir hätten höher fahren sollen. Wir können sie immer noch abbrechen. Nein, wir machen das jetzt. Wir müssen nur mehr drei Schlangen außer Ron, dann geht's. Einmal schön südlich runter und dann geht's. Dann kommt zuerst Lohn 1 und dann kommt Cannon Cove. Einmal Gegenwind, das ist halt kacke. Soll ich umstellen? Nö. Lass uns so fahren, wir kommen schon an. Mhm. Und dann haben wir alles durchbraten. Sind ja schon wieder Kugeln drin. Was da? Ich wahrscheinlich vergessen. Ich hab keine drinnen lassen. Ah ja, war ich.
Wie Glück sind die am Strand? Es steht dabei auf jeden Fall das Cannon Peak. Steht dabei Cannon Peak. Ja, wie Cannon Peak. Unterhalb steht dabei. Bekannt dafür Cannon Cove an der Höhle unter Cannon Peak. Hä? Warte mal, wenn das Cannon Cove ist, dann weiß ich, wo die Höhle ist. Ist nur eine Höhle, ja. Aber da kann ich dir nicht helfen. Du müsstest rauslocken können. Bis 100 zum Strand. Ja, ich habe alles fertig gebraten. Ich habe jetzt noch ein bisschen, also ich habe vergessen, ihr Essen zu nehmen. Meine Mangos. Also. So. Ich schaue, ob ich es dann rausholen kann. Ich geh schon mal rüber. Ich glaube, die Typen von zuerst haben wieder die Dings aufgemacht. Hast du auch richtig gehört? Jetzt sind's mal 3. Ah, ja, klar. Schade. Fast gereicht. Hast du sie bald, oder? Nee, ich find's nicht. Was? Ich check das nicht. Ich hör zwar Musi, aber ich find die Dödel nicht. Komm du mal zurück, ich versuch's mal.
Ich glaube, ich weiß, wo sind. Die sind oberhalb auf der Spitze oben. Würde ich sehen. Aber ich höre es da auch. Ich höre sie hier. Hier höre ich die Musik ganz stark. Sonst die kommen mal zurück und du gehst mal her. Ist auch ein Wrack hinter uns, ne? Dann kriegen wir die Flagge auch voll. Aber da ist noch eine Kiste. An Land. Irgendwo war sie doch. Die habe ich schon mitgenommen, was du suchst. Hier war. Die im Gebüsch war, ja. Gerade auf dem Rückweg, oder was? Ja. Okay, gut. Hörst du die Musik? Ja, natürlich. Wie hörst du sagen? Ja. Ja, sind sie doch. Super, es sind nur. Nein, nein, nein. Ja, nur gut. Ganz gut, ist ja nicht geil. Ja, genau, ich habe noch keine Brandkugeln dabei. Wird welche dabei? Ja. Wie immer, nur essen. Ja, Strand folgst du aber nicht, oder? Hey, ist nur Essen, das gibt's doch nicht. Ist nur Essen drin. Und wenn du mal Essen brauchst. Ey, die folgen mir, glaube ich, nicht zum Strand. Na. Was mir doch, 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 sie kommen. Kann. Ich versuche mal zu schießen, Achtung. Na, zu. Wo sind jetzt hier da? Da war ein Keck. Oh. Hab ich nicht gesehen. Botschafter frei. Ich lass mal frei. Ja, wir haben unsere Botschafter. Flagge habe ich. Guck, dass keiner kommt. Wir stehen ein bisschen blöd, ne? Ja. Oh geil, was du da gefunden hast, ist verdammt geil. Hast du verdammt geile Karten gefunden. The Two Faces Crowded oder was? Na, die waren da, ja genau. Oh. Welche Insel? Wander Refuge. Also ein Stück. Schauen wir, ob es dann ein Schädel dort. Ah, nimm der Brandbomb mit. Zu spät, zieh sie wieder runter. Schauen wir mal, ob es funktioniert hat. Der Botschafter Level 5 haben wir jetzt. Naja, das war auf jeden Fall so ein Schädel, den bringe ich schon mal. Und müsstest du hooken können von da. Weil hier ist ja nur eine Höhle auf der Insel. Ich bin da oben vorbeigerannt und trotzdem nichts gesehen. Wahrscheinlich sind die gerade erst da nochmal rausgekommen. Hier ist noch ein goldener. Oh Gott.
Der Schnitt ist bald Level 4. Also der, der ist Level 4. Der hat bald voll. Andere Frage. Wenn wir tauchen, verlieren wir dann die Karte? Ja. Scheiße. Weil sonst hätte ich gesagt, wir tauchen einfach weg von dem Schnitter, aber... Nein, ein Kick! Ein Kick! Nicht mit der Kanone draufschießen, das ist ein Kick. Was willst du, kann ich da... Okay. Was ist? Schnell, was ist? Schnell, was ist? Guck einfach, dass keiner kommt. Das ist gerade das Wichtigste. Übrigens, der Captain macht sich anscheinend doch die Hände schmutzig. Ja. Manchmal muss der Captain auch selbst dran. Ja. Weil der Matrose zu blöd ist dazu. Verzeihung, Captain. Wow. Jetzt bin ich wohl tot. Treffen wir die Götter hier. Soll ich da einen Kanonenschuss geben? Oh, Ananas gespawnt. Sehr nice. Immer noch einer. Spar dir die Kugeln. Wir haben nicht so viele. Ja, wir haben 142. Das ist ein bisschen wenig. Oder ist ein Captain? Oh Gott, das sind schon wieder goldene. Ich ziehe sie runter. Links von uns war gleich Außenposten, wenn wir dann brauchen. Warte, sag mal Bescheid, wann ich schießen soll. Nur einen nass gemacht, nur, obwohl ich sie alle erwischt habe. Achtung. Tiefer. Sehr gut. Bitte. Och, come on. Was schießt bei dem Nudel? Das war's. Einer noch. Müsstest du wieder hocken können? Ja. Ich spalte die Kugel. Bei goldenen ja, aber nicht bei den kleinen. Okay. Hörst du schon? Nochmal einer. Okay, das ist der letzte.
Sogar eine dieser neuen guten Schädel. Wenn das Skelett fort, hätten wir dann noch am Morgen am Himmel. Nee, ich würde sagen, wir geben jetzt erstmal ab. Und gucken dann, dass wir die Karte machen, die wir haben. Und wir holen uns die Botschaftermission. Oder wir machen zuerst die Karte und holen uns die Botschaftermission auf dem neuen Server, wenn wir getaucht sind oder so. Ja, kannst du machen. Wander Refuge bei unter uns. Weil so ein Fünfer, wir gehen jetzt erstmal ab da vorne. Weil so ein Fünfer-Schnitter, weißt du, da. Der will doch Beef machen. Er dürfte wahrscheinlich den Schädel grob machen. Also der dürfte den. Weil der steppt beim Lost Gold fort. Aber er ist eine Stufe 4. Der dürfte den Schädel. Nice, 5 mittlerweile. Gehen wir mal schnell ab, bevor der auf die Idee kommt, uns zu überfallen. Wir brauchen nur Nördle. Wir brauchen nur. Nein. Segel hin, ich nehme die. Meerjungfrau. Du sollst ihn leicht vergessen. Überleg mal. Ich hab keinen Plan. Also gut, wenn ich hier bin, kann ich nach Kugeln gucken. Oh, du wirst. Oh ja, oh ja, Brandkugeln. Oh ja, also wir sogar Brandkugeln da lassen. Oh ja, scheiße. Egal. Ich habe dreimal Ananas gesehen. Es ist ja aber Feuerwerk drin hier. Jetzt geht's hier aber rund. So, hier waren die drin, ne? Ja. Okay. Die drei Ananas lassen wir nicht da. Die müssen wir mitnehmen. Wenn irgendwas ist, ist jede Ananas Gold wert. Gerade im PvP. Zweimal essen und du bist voll. Das ist halt einfach. Definitiv. Ne, einmal essen und du bist voll, aber du kannst zweimal abbeißen. So. So meine ich das. Das ist halt zu mächtig. Glaube noch ein bisschen. Segel hoch! Nee, wir haben Gegenwind. Wir brauchen noch. Ja, vorne hätte. Nee, lass, ja, wir brauchen noch. Wir haben Gegenwind. Wir bleiben ja quasi stehen gerade. So, jetzt kannst du langsam. Geh rüber und huck schon mal. Ja, bitte. Was war das? War das? Habt ihr im Stream gerade einen Windows-Sound gehört, dass irgendwas sich abgemeldet hat? Aber was hat sich denn abgemeldet? Die Kamera geht noch, das Mikrofon geht noch. Was war das denn gerade?
Und ich weiß gerade nicht, ob es vom Streaming-PC oder vom Gaming-PC kam. Oh ja, die Kiste kann man aufheben. Ne? So, ich gucke, ob ich noch Ressourcen kaufen kann. Kugeln vor allem. Mhm. Nee, Schiff ist zu weit weg. Was ist die, die reimt? Oh, 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 oh. Nicht, der ist auf unseren Arsch unterwegs. Der was? Der Schnitt ist zu uns und. Okay, er haltet dabei nur beim. Okay, nein. Er haltet beim so unserem Meeresfahrer, aber er fährt vorbei gerade. Ich glaube, der ist unsere Richtung unterwegs. Wir haben abgegeben und können tauchen, also. Warte, der dreht jetzt aber ein. Der dreht ein. Da steht aber beim Stellus Not Stronghold. Also, der dreht jetzt weg von uns. Lass dich mal gucken. So, nee. So, und wo müssen wir hin? Mandalore Refuge. Vergiss es. Vergiss es. Nee. Das ist ein Boss, der dauert ein bisschen länger und die sind direkt nebendran. Das ist ungern. Da möchte ich unsere Flagge nicht dafür aufgeben. Na, no, das passt vollkommen. Hm. Passt vollkommen. Beim Piratenfriedhof gen Südosten. Wo ist der denn? Außer wir voten ab, dann sieht er uns nicht. Nee, 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 nee. Piratenfriedhof Südosten. Südosten, ja, das ist das Ding da oben in der Luft, ne? Wahrscheinlich. Komm, wir fahren hin, was soll's. Aber wir holen erst noch ein paar Kugeln hier. Wie gesagt, wir verlieren die Flagge nicht, weil wir... Weil wir maximal die Flagge verlieren wir, ja. Aber ich will den Boss jetzt töten. Nein, ich meine, wenn wir die Flagge abgeben, dann verlieren wir die Flagge auch nicht. Nö, 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 nö. Ja, ich weiß, aber nö, nö, nö. Also so sind wir auch nicht. Also so viel Gefahr müssen wir dann schon auf uns nehmen. Ja, im Endeffekt ist es auch nur eine Flagge. Ein 5000 Gold. Ja. Gib's mir kurz einen Augenblick, bitte. Danke. Ich muss gleich was für meine Kleine machen. Mhm. Bin gleich da. Blue.
Genau, die alte Reimerin, richtig. Die ist es. Ist ja nur eine, ich dachte, es reimen alle. Aber nee, ist nur eine. Dann ist nicht ganz so schlimm. Ich sag's nochmal, ich find's immer noch ein bisschen schade, dass die Karte nicht erweitert wird. Dieses Jahr. Haben wir alle drei Seasons schon mehr oder weniger angeteased und erläutert, was noch kommt dieses Jahr. Und dann wird es dieses Jahr keine Erweiterung mehr geben der Landkarte. Finde ich schade, persönlich. Hätte ich mich drauf gefreut. Ja, ist ja immer noch mal wieder in der Gerüchteküche mit einer Eisregion oder einer asiatischen Region im Süden. Eisregion im Norden. Aber davon ist nichts. Selbst von der Violine, die schon in den Artworks am Anfang mit dabei war, als neues Musikinstrument, auch davon war nichts zu hören. Klar, was sie gezeigt haben, die neuen Seasons, ist definitiv interessant. Ich sammle gerade noch einen auf der Insel. Ja, das ist ganz interessant, aber trotz alledem hätte ich mir gerne ein bisschen mehr Masse gewünscht. Landkartenmasse. Und ich meine, sie haben ja bewusst nicht die PlayStation 4 mehr mit ins Boot genommen, wo sie das hätten locker machen können. Sie haben gesagt, nein, es kommt für die PlayStation 5. Dass sie auch genügend Power haben für mehr Landmasse. Der PC hat die es geht um die alten Xbox-Konsolen. Ja, um die geht's. Und dann wird natürlich ein kleiner Shitstorm hereinprasseln. Wenn es irgendwann heißt, ja, Sea of Thieves geht jetzt nicht mehr für die alten Xbox-Konsolen. Das wird irgendwann passieren. Dann kriegt man natürlich gesagt, du kannst deinen Progress mitnehmen auf eine neue Konsole. Aber, ja, das wird vielen trotzdem nicht schmecken. Aber wenn man halt mehr haben möchte, wie mehr Landmasse oder so. Also ich denke wirklich, die alten Xbox-Konsolen sind die, die uns hier wirklich zurückhalten. In der Sea of Thieves-Entwicklung. Aber das nur alles auf eine Konsole legen, also dass das aufgrund dessen wegen der alten Xbox, dass das nicht, kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass Rare gedacht hat, dass sich das Spiel so lange hält und auch Microsoft nicht. Die haben gedacht, die bringen das Spiel raus, es wird so ein lustiges Piraten-Koop-Spiel. Mal gucken, wenn sich das 2-3 Jahre hält, dann ist das super. Und jetzt hält sich das schon wie lange? Seit 2015, oder? Nee, 18? Wie lange gibt es hier auf Thieves schon? Frage an den Chat. Ich glaube mindestens schon seit 6 bis 7 Jahren. Letztens habe ich es noch im Kopf gehabt. Ich gehe nochmal gleich hin. 2018. 2018, ja? Ja. Mhm. Wir sind ja schon bei 6 Jahren. Natürlich ist es die logische Konsequenz. Darüber brauchen wir nicht reden. Wenn sich halt ein Spiel weiterentwickelt und so lange hält und immer wieder Content bekommt, dann ist die logische Konsequenz zu sagen, ich meine, bei Call of Duty zum Beispiel haben sie es halt einfach die Warzone-Variante immer wieder ans neueste Call of Duty geknüpft. Das ist dann auch nicht besser, in Anführungszeichen. Ne? Aber haben sie immer gesagt, ja, das neueste Warzone gibt es nur im neuesten Call of Duty und das geht halt nur auf den und der Konsolen. So was hier auf Thieves können sie das halt nicht machen. Also, ich finde, sie brauchen keinen zweiten Teil rausbringen. Sie können den Teil immer weiter pflegen und immer weiter verbessern. Aber dann ist halt auch die Konsequenz, dass irgendwann eine alte Konsole... Ach, wir sind ja vorne am Steg. Dass irgendwann eine alte Konsole hinten runterfällt, ne? Ist halt dann leider so. Ich meine, ich habe leicht reden. Ich update alle 5 Jahre meinen Gaming-PC. Und die Grafikkarte so alle 2 bis 3 Jahre. Aber den Rest drumherum nur alle 5, weil das reicht mir. Wobei nächstes Jahr wird's teuer. Aber ich steigere mich auch jedes Jahr immer so ein bisschen rein. Daher, weil ich die neuen Corsair-Lüfter haben will. Ich will alles Lüftersteuerung nur noch von Corsair. Das ist, Die magnetischen? Meinst du die magnetischen? Sind die magnetisch? Die kannst du halt zusammenstecken, ja. Ich weiß nicht, ob es magnetisch ist, aber die kannst du zusammenstecken und hast dann auch nur noch ein Kabel, was alles macht. Ja. Und dann hast dann so einen Hub, den du anschließt und dann hast du die Software. Mhm. Das ist halt Next-Gen. Ja. Klar, leuchtet alles, definitiv. Aber ich bin jetzt mit meinem Asus komplett PC auch nicht so unzufrieden, aber ja, die Wasserkühlung habe ich mir auch leiser vorgestellt von Asus damals. Sea of Thieves ist gerade 6 Jahre alt geworden, genau. Arthur.
6 Jahre gibt es dazu. Sollen schon mal einrahmen? Oder? So, wir haben noch Kugeln unten gekriegt. Ne? Ja. Ja, dreh schon mal in die Richtung. Das heißt, wir müssen südlich. Oh, gab ein paar gute Kettenkugeln. Was wir immer noch zu wenig haben, sind normale Kugeln. Und Brandkugeln generell, ja. Wer stellt man dann vor? Dann machen die das, dann machen wir den Boss in der Zeit. Nebendran. Mhm. Sie werden es nämlich nicht riskieren, dann mit Loot. Wenn es ein Solo-Player ist, dann wird es nicht riskieren. Das ist kein Solo-Player, das glaube ich nicht. Doch, wie lange der jetzt erst bei dem Mann gestanden ist. Bei dem Schiffswrack. Wenn es wirklich ein Sloop ist. Segel ruhig schon los. Kann ich mir vorstellen. Okay, passt, dann sitzt ja mit den Segeln. Wir haben Essen sortieren. Fällt gerade ein, dass du nur gesagt hast, reindrehen. Da dachte ich, fahren wir schon. So, okay, gut. Wir sehen ja, wo sie sind. Sie leuchten ja. Das sehe ich dann anhand des Streifens. Okay, segel uns mal hin. Wir müssen jetzt geradeaus, aber da ist noch eine Insel, dass wir die nicht rammen. Ich gehe ganz kurz auf die Toilette. Für die Leute im Stream, die kein Sub sind, es tut mir leid, ich klaue euch eine kleine Werbung rein, aber lieber jetzt Werbung und in der kurzen Pause, als später, wenn Action ist. Ne? Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir tun schon vorne hoch. Wir wir kommen von der falschen Seite. Wir müssen links vorbei. Scheiße, Segel hoch, Segel hoch, Segel hoch. Alles klar. Ja, schlag hart links ein, komm. Wir müssen einmal rum. Ja. Wie gesagt, links rum müssen wir, ne? Ja, aber ich kann links rum nicht.
Hinter der Dings vor. Leider. Der Schneider. Aber der Engine hilft uns sehr wenig. Da kommt ein Schiff. Ein Sloop. Ja, vor uns. Ja. Okay, okay, okay. Wir segeln langsam in die Richtung. Komm, wir kugeln. Kein Wimpel oben. Ich will auch kein Beef, das soll einfach nur weiterfahren. Die Ziegeln ein wenig hoch da. Nö, nö, nö. Ich will, dass der Angst kriegt. Wenn wir jetzt irgendwas verändern, weißt du? Aber es könnte sein, dass auf die Insel zusteuert. Hat ein schönes Segel. Ja, Xbox Sales. Heiliger Segel auf der Xbox, Angriff! Nein, Spaß. Und segelt da vorbei. Ja, und wir werden nicht schneller jetzt hinterher segeln. Wir fahren genauso langsam. Der Schnitt ist zumindest nur auf seinem Vor. Ja, vielleicht beefen man die zwei jetzt beef. Möglich wäre es. Aber er hat kein. Okay, der hat alles angegeben, damit er. Ja, auf jeden Fall mal Presse in die Richtung, ne? Richtung Schädel auf jeden Fall. Deswegen hat er kein Segel um und hin und her. Wahrscheinlich okay, wir müssen uns beeilen. Segel runter. Hintere reicht. Wir haben nämlich Mitwind, wir müssen es gleich wieder hochmachen. Der hat jetzt das Fahrrad zu Ende gemacht. So, und jetzt mach's hoch. Bin dabei. So, die werden jetzt Beef machen wahrscheinlich. Ich setz mal Anker ab. Ich mach dann gleich wieder hoch. Der ist da oben in der Mitte. Ich versuche ihn hierher zu ziehen. Okay. Und behalt du die anderen zwei Schiffe mal. Ah, die feuern schon. Da sind schon wieder Kugel drin. Wieso ist da eine Kugel drin? Ja, das war ich nicht. Ah, jetzt kann ich sie nicht rausnehmen. Weg damit. Raus damit. Wir müssen da schießen können. Und nicht wegschießen. Wir brauchen jede Kugel. Das ist der. Das ist der Schnitt, den wir zuerst gesehen haben. Also mit dem, was der verlieren im Glauben an den Religion. Einer von den beiden wird bald untergehen. Frage ist nur wer. Nicht oder der andere.
Hier. Hier ist sogar eine Kiste. Segel mal noch ein Stückchen voran, siehst du es? Ja, ich sehe es. Toll, ich komme da jetzt aber nicht mehr hoch. Okay, das reicht. Mach wieder hoch. Ja, super, ich muss jetzt wieder ganz außen rumlaufen. Oh. Oh, der Schnitter hat gewonnen. Hey. Der Schnitter hat gewonnen. So, du müsstest mitschießen können gleich. Aber guck auch immer mal nach vorne, ne, wo die sind. Also ich kann die dann runterziehen. Aktuell sind es nur normale. Der Schnitzel steht nach vorne. Was sind wir drauf, sag's mal. Okay, Geisterskelette. Was mich ziemlich kalt lässt, weil der Tag ist. Brauchst nicht mitballern. Wirklich halt, wenn ich mitballern soll. Aber das Mittel steht nur dort. Leider nur Ananas dabei, aber dann ist das so. Wenn der Feuerschutz gehen soll, sagst du. Ja, ich schrei schon. Nochmal Geister. Okay. Goldene, jetzt werde ich wahrscheinlich Hilfe gebrauchen können. Wobei, ich habe auch Brand dabei, warte mal. Ich will halt nicht, dass die mitkriegen, dass wir hier stehen, weißt du? Die anderen. Auch wenn sie es wahrscheinlich schon mitgekriegt haben. Der Draht ist sehr schief. Hab sie. Wahrscheinlich wieder hucken jetzt. Nochmal goldene. Ja, super, jetzt sind hier ganz viele Schützen mit dabei. Bitte helfen? Oh, nee, passt. Aber es ist eine Sloop, der Reaper ist eine Sloop. Hab ich gesehen, aber trotzdem, zu zweit machen die uns nass, wenn die gut sind. Okay, nochmal Geisterskelette.
Okay. Normale. Nein, nein! Scheiße. Wir haben wieder zu gut geschossen. Es trommelt auf jeden Fall schon. Alles klar, Irish King, hau rein. Schlaf gut, bis zum nächsten Mal. Okay, sie setzen Segel von unserer Richtung. Ja, dann Segel weg. Ich komme jetzt wieder. Ja, wenn ich jetzt dann presche ich noch voll rein. Ich will wissen, was er tut. Er fährt zwar unsere Richtung, aber ich glaube nicht, dass er mit seinem ganzen Loot jetzt hergehen wird und uns angreifen wird. Die wissen nicht, dass wir nur zu zweit sind. Na, das nicht. Weil er schaut in unsere Richtung. Willst du es riskieren oder nicht, Kollege? Ich meine, ja, er riskiert. So wie es ausschaut, riskiert er. Ja, der fährt auf uns zu. Setz mir die Segel nieder. Oder willst du, dass wir ihn seitlich niedermachen? Er riskiert es auf jeden Fall. Was machst du, Kollege? Er riskiert. Da hat ja einer geschossen. Da kommt einer. Da kommt einer. Wieso springst du ins Wasser? Ich brauch dich. Bist du tot? Ja, leider. Mit einem One-Shot. Er wird gleich aufkommen. Bin gleich da. Er kann nicht kommen, ich segel weg. Wir haben ja mal gar keine Ahnung. Hm? Oh, jetzt haben sie einen Mast getroffen. Bin schon da. Reparier. Reparier den Mast vorne. Ja. Nein, er kippt wieder um, aber ich muss gegenlenken. Muss gegenlenken. Ja, ich bin da schon hoch. Jetzt kommt, hier kommt die Scheiße. Löcher unten stopfen. Segel die uns noch hinterher. Ja. Und mach Segel runter. Wir versuchen es immer noch. Es geht wirklich. Die können wir ummunden. Bitte keine Kugeln reinfüllen. Ich werde echt böse. Wenn ich Kettenkugeln benutzen will, ist da eine normale Standardkugel drin. Lass das. Oh Gott, ist Larissa raided, gerade wo ich mich am Aufregen bin. Danke dir. Für deinen Raid. Wir versuchen hier gerade PvP aus dem Weg zu gehen, weil wir nur zu zweit sind. Was? Noch ein Raid? Was ist denn hier los? Danke euch. Oh, aber ich glaube, jetzt wird mein Bot spinnen. Weil ich glaube, der macht keine zwei Shoutouts hintereinander.
Danke euch für den Raid. Danke und danke für das Folgen. Und ich kann nicht alle Namen vorlesen, weil wir gerade im Fight sind. Und doch, der Bot macht sogar zweimal Shoutout hintereinander. Ist das geil. Kriegt ihr harte Nippel. Danke euch fürs Reinschauen. Danke fürs Reinfollowen. Wir machen Sea of Thieves. Wir machen hier gerade Seelenorden. Und wir haben so einen schönen... So eine schöne... Wo ist sie denn? Hallo? Mission? Da habe ich heute keine Mission mehr. Da. Wir machen hier so einen schönen Two-Face-Shroud, den haben wir eingesammelt, aber jetzt kommt hier einer, der denkt, der muss uns jagen. Wir sind halt nur zu zweit. Ja, ja, das ist der Streamer.bot, also jeder Streamer, der sich mit dem ein bisschen auskennt. Wenn du den mal eingestellt hast, dann ist das geil. Dann ist das geil. Und Sea of Thieves, ja, macht uns sehr viel Spaß. Definitiv. Wir stellen mir die Segel neu, oder? Ich will. Also entweder wir segeln jetzt weg. Wir haben ja nichts zu verlieren, außer die Flagge, aber. Mhm. Wir haben einen geschossen auf die Insel. So, wie verliefen eure Abende? Was habt ihr jeweils gemacht? Erzählt mal. Wie erfolgreich wart ihr? Und ich wollte auch mit Larissa schon mal raiden, aber der hat das letzte Mal gerade den geradet, den ich dann danach geradet habe. Wenn wir so dieselben ähnlichen Zeiten haben. Lief sehr gut. Was hast du gemacht, Sea of Love? Und Traum verschenkt. Ein Sub. Danke dir für den Support. Das ist nicht gut, aber... Fut dir mir mal Bufffood rein. Open World PvP. Okay, cool, 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 cool. Weg damit. Da. Wir können schießen. Ja, ich hab ja noch. Okay. Treff mal wieder nix hier. Achtung, wow. Wait, wait, gut. My Lord, meine Kugel. Danke. Oh, ich bin tot, kannst du mich erholen? Ja, die schießen hier Press drauf, ich versuch's aber. Okay. Ich lenk mal weg. Jetzt geht der zweite Mast auch noch rum. Sprich, wir haben ein Problem. Nein, nein, nein. Wir müssen uns um einen Mast kümmern. Um den hinteren, komm her. Aber wir gehen. Nee, schippen, 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 du musst schippen. Okay, ich schipp. Ah, ich glaube, das war's. Hat sich einer geschossen? Der kommt mir dann. Der Mast geht schon wieder um. Ja, das war's. Aber wir hatten eh noch die Flagge. Von daher haben wir nichts zu verlieren. Warum nur zu zweit? Weil wir öfters noch Leute haben, die uns gerne nachjoinen. Deswegen haben wir die Brick genommen. Aber ich hatte jetzt auch keinen Bock. Wir haben ja nichts an Bord gehabt. Ich hatte jetzt auch keinen Bock, Ewigkeiten hinterher zu segeln oder wegzusegeln, wenn wir eh keinen Loot haben. Wisst ihr? Das ist so dieses Open PvP, du segelst einem hinterher oder segelst eine halbe Stunde lang weg und alle haben nur Lebenszeit verschwendet. Dann sollen sie uns versenken und mit der Flagge glücklich werden. Das ist mir doch Bums, wisst ihr? Also, da bin ich cool. Das, was das Ganze angeht. Loot hatten wir eh keinen, außer das, was in den Fässern war. Also ist ja auch nichts wert, ne? Also, neues Schiff, neues Glück und wir sind einmal versenkt worden. Das können wir mal draufdrücken. Wir haben noch kein Skelettschiff versenkt heute, ne? Nö. Von daher, ja, es waren 5er Schnitter, mir war klar, dass die ein bisschen was drauf haben, sonst würden sie nicht als Dubai Schnitter rumfahren. Und zu zweit haben wir dann einfach mit unserer etwas leichten PvP-Erfahrung keine guten Karten mehr.
Aber ist egal. Wir rüsten die Flagge wieder aus und tauchen weg von denen. Fertig. Anderer Server, anderes Glück. Neues Glück. Hm. Wir haben heute noch keinen Geist davor gemacht. Das können wir jetzt mal machen. Oh ja. Nee, wir haben doch zwar kein PvP, Hannibal. Das kannst du mal vergessen. Jo, wir holen uns nochmal die Flagge und machen noch ein bisschen weiter. Das ist eine Idee. Das ist diese da oben, gell? Ja. So, Lagerkiste. Da drüben. Ah, ich kaufe erstmal die Ressourcen. Nein. Da fällt er runter. Für eine kurze Session würdest du einspringen. Naja, also du, ich gerne, aber das, da, also das ist mindestens jetzt eine Stunde, die wir hier mit denen dann fighten. Mindestens. Also vor 24 Uhr kommst du nicht ins Bett. Na, das möchte ich einwerfen, Hannibal. Ne? Also wie gesagt, gerne. Ja, du segelst ja oft mit, das ist nicht das Ding. Aber stell dich drauf ein, dass das dann mindestens bis 24 Uhr geht. Oder wahrscheinlich bis. Ja? Locker. Weil bis wir jetzt bei denen sind, bis wir mit denen fighten und so weiter und so fort. Ne? Ich kauf mal cool. Sonne. Dann hilfst du kurz, dann wird es ohne Loot wieder gehen. Ja, wie gesagt. Der Fight wird wahrscheinlich so lange gehen, bis wir da sind, bis wir die fighten, dann killen die uns, dann killen wir die wieder, dann gehen die nicht unter, dann segeln die wieder weg. Also, wie gesagt, gerne, aber ich weiß, du willst morgen früh raus und dann nicht, dass es dann Ärger gibt mit, oh, jetzt dauert es mir aber zu lange. Na, deswegen will ich es lieber einwerfen im Vorfeld. Aber wenn dir das nichts ausmacht, kannst du gerne reinjoinen und wir greifen die an, da habe ich kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, gleich ohne Flagge, weil dann denken sie uns auch nicht. Bei welchem Vor? Wir machen kein Vor. Wir machen, wenn... Nee, komm, dann machen wir jetzt unser PvE weiter. Jo. So, da kannst du auch gerne reinjoinen für die paar Minuten. Das ist nicht das Problem, Hannibal. Gerne. Ich dachte, du willst jetzt nur rein fürs PvP, um mit uns da Beef zu machen. So. Also, wir machen, warte mal. Haben wir die Flagge? Ja. Hast du schon eine Lagerkiste geholt? Ja. Nein. Okay, dann mach ich. Ressourcen. Ja, aber nicht, dass du das dann wieder nicht kriegst. Dann mach du. Komm. Habt ihr auch jetzt das Problem, dass der Kapitän die Lagerkiste nicht als nehmen kann? Das war früher öfters der Fall, dann wurde es gefixt. Und jetzt ist es irgendwie nicht mehr oder wie oder hat auch. Du müsstest nachjoinen können, Hannibal. Ich zieh dich dann im Discord. Wo ist das leer? Nehmen. So, hallo. 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 Mrs. Sea of Love, sind Sie noch da? Bei Mrs. Sea of Love kenne ich. Ab und zu macht die voll die coolen Sachen. sonst nicht, aber ab und zu. Ich kann nichts zu sagen. Ich gucke selten andere Streams. Egal welche Spiele, weil ich meistens selbst streame. Das ist, ist nicht böse gemeint, ja. Die machen sich ja Aufgaben ab und zu, wenn ich gerade reinschaue oder sehe, da machen sie Aufgaben, wie zum Beispiel ein Loot verteilen, wie das letzte Mal haben sie das Quiz gemacht mit Athena-Sachen. Okay. Habe ich richtig nice gefunden. Okay. Die haben sich Spieler auf offenem Meer gesucht, okay, haben Athena-Sachen gesammelt, okay, und haben die dann per Quiz an wen verteilt, wie so, wer wird Millionär. So. Also das war richtig cool. Das ist eine witzige Idee, ja. Ja, oder sie gehen her und sammeln Loot und verteilen es dann einfach den erstbesten, das erstbeste Schiff, was sie sehen. Okay, Schnitter gegen Schnitter. Jawohl, Schnitter gegen Schnitter. Level 5. Ja, jetzt wird's nichts mehr. Das Tumult. Na, in den Tumult mische ich mich nicht. Warum? Ein Quatsch, machen wir nicht. Seid ihr mit der Kiste schon durch? Hier ist. Achso, da hat schon einer. Ja, ja. Ich laufe, ich gebe Gas. Du willst Spaß, du willst Spaß. Ja, dann gibst du Gas. Alles klar. Habt ihr schon Sommerreifen drauf? Klar. Ich habe heute.
Anfang März schon. Was? Von O bis O? Ja, ja, aber wenn du solche Winterreifen wie ich hast, dann wechselst du früher. Ja, okay. Hast du einen Millimeter Profi oben gehabt, oder wie? Das waren Slicks, die ich hatte. Ja, kann ich mir vorstellen. Das war schon nicht witzig. Kommt drauf an. Aus deiner Perspektive nicht. Aus unserer schon. Wenn du auf der Autobahn hier berghoch fährst und er dann sagt, ja, hier, wir haben gerade glatt Eis, du kannst nicht mehr so viel Gas geben. Ich will nur hochkommen. Ich will hier kein Gas geben. Ja. Sämtliche Lampen angehen. Nee. Witzig ist das. Ah, die waren vor allem witzig. Ich habe das Auto in Mittagspause abgegeben und habe gemeint, ja, ich hab's nicht weit. Ich kann's nur nach der Arbeit holen. Ja, alles klar. Wir benachrichten Sie, wenn es fertig ist. Und dann, aber wirklich 2 Minuten vor Feierabend kommt die SMS und ich denke mir so, ey, Reifen wechseln, Leute, was dauert da so lang? Aber war ja alles cool. Hat ja zeitlich gepasst. So, ich war soweit. Wieder was eingesammelt. Okay, wir machen eines. Ah, warte mal. Warte mal. Wie viele Kugeln haben wir? 40? Mit den aber. Recht viel habe ich auch nicht rausgeschlagen. Ich habe 3 Kugeln rausgekriegt. Ich habe eine Zauberkugel gerettet. Ne, meine Frage ist, ob wir Skelettschiffe machen. Wenn wir eh schon tauchen. Können wir auch machen. Das ist die Frage, die ich mir gerade gestellt habe. Aber wir haben zu wenig Kugeln. Wobei, wir kriegen ja wieder welche, ne? Aber mit 122 Kugeln. Ja. Ah, da unten sind auch noch 10, aber pff. Da waren nur so wenig Kugeln da gerade, oder was? Ja. War nicht recht viel da. Weil ich gucke jetzt nochmal gerade nach, weil wir haben ja jetzt welche gekillt und die haben, glaube ich, nicht gezählt. Doch, die haben gezählt. Ah, trotzdem. Also ich meine, wenn ich die Jacke haben will, brauche ich 450 plus... Da bist du noch nicht mehr fertig, ey. Was hast du vor? Wen musst du killen? Skelettkapitäne. Skelettkapitäne. Ah, Kapitäne. Schiffe brauche ich für die Kanone? Oder über 1000 oder so? Da wirst du ja auch nicht mehr fertig. Also es sind ja Mammutaufgaben hier in dem Spiel. Hier, Athenas Segen, da brauche ich Belohnung. Wo ist es denn? Weil im Endeffekt ist es so, du kannst, ob die Kapitäne auf dem Schiff zählen, weiß ich nicht. Glaube nicht. Also, aber ich habe ja auch einmal Crews. Die zählen dann wahrscheinlich schon da rein, oder? Wenn ich bei Skelett gucke. Seelenorden hier, da gibt es doch hier das hier. 90 Skelettmannschaften. Das können ja dann nur Schiffe sein, oder? Mannschaften. Ja, das sind die Crews. Schon sagen. Oder so kleine Trüppchen, die jedes Mal spawnen. Die Crews, die was wir zuerst gemacht haben. Okay. So, wartet mal. Ich hab eine Idee. Moment. Da. Seefahrten, Seelenorten. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Kopfgeld für Skelettkapitäne. Was ist denn für ein Skelettlord? Das ist Skelettlord ist. Ja, die eine Schaukel, Alter, die was immer mit Ding schießt. Potpourri ist zu lange. Raubzugseefahrten bringt mir auch nicht das, was ich gerne hätte. Überfall auf ein Skelettfort auch nicht. Ja, da bleibt uns ja dann quasi nur das da. Kopfgeld auf Skelettkapitäne. Wir tauchen. Dann bitte einmal abstimmen. Sind alle an Bord? Jo. Okay, dann segeln wir das. Flagge haben wir. Schauen wir uns sicher links an, damit wir schneller fortkommen. Naja, mach. Wir müssen ja nur Kerzen gerade fahren, bis wir tauchen. Essen brauche ich noch. Noch Ananas gerettet. Nein, im Inventar.
los geht's. Team King macht einen Moonwalk. Ja. Da ist er wieder. Der Jacko ist wieder da. Nein, ist er nicht. Und das war's auch schon. Ich finde aber die eckigen Kanonen schon recht praktisch von den Zielen her. Ja, weil es die obere Spitze nehmen kannst als genau. Anhaltspunkt. Wie zur Flinte zum Korn, wie man so schön sagt. Mhm. Wo müssen wir denn hin? Bracken's Fall, wer hätte das gedacht? War nicht hoch? Nee. Brauch noch ein bisschen. Wir müssen noch hin. Am Grab, ach, das ist, wo ist denn das Grab des Jägers? Ich habe eine Vermutung. Macht vorne mal runter. Ob nämlich das Grab des Jägers ist da hinten dran. Oh, da ist die Kiste. Kriegst du nicht. Kriegst du nicht. Ach, warte. Na, verdammt. Du mal vorne hoch, weil wenn du um Kurven fahren willst. Wirft man meistens eh schon, wo die Skelette sind. Aber normalerweise dort, wo wir rauskommen. Beim Tauchen sind immer dort die Skelette, wo man meistens rauskommt. Okay, da ist eine Flaschenpost. Achtung, Stein. Ich sehe das schon. Ja, den werden wir rammen. Also haarscharf. Haarscharf. Ich kenne meine Brick. Vor uns ist ein Wrack. Schieß dich mal auf die Insel Hannibal und such die mal. Wo die sind. Wir sind in der Mitte wahrscheinlich. Ah ja, da sind sie. Auf der anderen Seite drüben, gell? Ja. Ne, mittendrin. Wenn du ein Skelettdinger anfährst, so divest, dann landest du meistens genau dort aus. Ja, wie gesagt, wir sind genau in der Mitte, also wir sind nicht da gelandet, wo wir hätten rauskommen können. Bleiben wir jetzt stehen. Ja, ich schieß mir mal mit seinem und hilf ihm. So, keiner in Sicht. Guck mal, ob ein Schnitt auf dem Server ist, der uns nerven könnte. Sieht ruhig aus. Ne, da ist ein 5er Schnitt. Ja. Mein Gott. Immer diese 5er Schnitte. Seit jetzt die PlayStation 5 Spieler dazukommen, dann wird es entspannter. Hoffe ich mal. Wow. Also, wir rasten ja schon. Das Ding ist halt, dann ist doch genau der Season-Start. Und dann will jeder zocken, weil die neue Season und die Server werden sowas von in die Knie gehen. Aber sowas von.
Weil die haben die ganzen Vorbestellungen. Das wissen die ja jetzt schon, wie viele Leute ungefähr auf sie zukommen. Aber sie werden es trotzdem unterschätzen. Jede Wette. Definitiv. Keck. Keck. Weg. Wow, direkt hinter mir noch eins. Hat mich wirklich eine Schlange im Gebüsch gebissen. Diese Drecksviecher. Ja, da kommen sie alle drei auf einmal. Achtung, ich hab Raumbomben. Summer. Legt ihn da. Das war alles? Ein Kreis nur? Nicht mal. Eine Errungenschaft. Ich auch. Seefahrer der Seele. Dann nimm eine Seefahrer des Seelsorten und schließe sie ab. Wow. Und das haben nur 0,9% der Sea of Thieves Spieler freigeschaltet. Das macht einfach keiner. Was ist nicht lohnt. Ja. Das ist doch Quatsch. Kann ich mir gut vorstellen. Gut, das gab jetzt Verhältnis. Das war jetzt sehr ernüchternd, der Loot. Also besonders, ja. Ach, besonders die Freischaltung halt. Müssen wir zu den Raubzugseefahrt zwingend tauchen? Ja, scheiße. Willst du die Schädel nicht verkaufen? Pff, drei Schädel. Sie haben jetzt gerade einen Kreis für die Flagge gemacht. Das ist das, was mich so nervt. Das ist... Ja, verstehe ich. Du könntest mit kleinen Skelett-Crews von Insel zu Insel machen. Das macht einen Viertelkreis. Das macht auch nicht besser. Nein, nicht wirklich. Das ist es halt. Schlachtgeistermarder haben wir zu wenig Kugeln. Und die noch Raubzugseefahrten, da müssen wir zwingend hintauchen. Kann man nicht hinsegeln. Hm. Das ist das Problem. Nein. So, und alles und Potpourri dauert viel zu lange. Ja. Da jetzt nochmal auf eine Insel ist, ich meine, ja. Machen wir es halt. Mein Gott, was soll's. Aber wegen drei Schädel brauchen wir. Okay, abstimmen gehen, bitte. Wegen drei Schädel brauchen wir jetzt nicht abgeben gehen. Das ist Quatsch. Nein, nicht. Aber wenn wir mehrere davon machen. Aber ein Devil's Raw Gebiet war es ja auch nicht schlecht. Crooks Mass, okay. Wo wir sind. Ah ja, okay. Segel runter. Haben wir von der Insel Ananas mitgenommen. Ich hab keine gesehen. Ja, weil er sie alle geklaut hat. Ja, jo. Nee. Gar nicht wahr.
Ich habe nur zwei Ananas mitgenommen. Zwei? Ja, ich habe nicht mal eine gesehen. Und außerdem wissen wir doch jetzt, es sind Ananasse. Ananasse? Genau. Ananüsse. Ananten. Ananten. Diamanten. Du bist ein Astronaut. Astronauten. Es war geil, dass heute noch mal so schön warm war, aber morgen ist schon wieder Regen gemeldet. Oh. Ja. Und wieder kalt bei uns. Ein bisschen genieselt. Ja. Hab mich schon so gefreut. 25 Grad. Kommst, Mittagspause, Tür auf, gehst raus. Oh. So schön. Und die Fenster aufmachen, meine Dachgeschosswohnung ist auch immer geil. Ich finde den Bug so geil. Was vor der Segel hochkommt? Ich schätze mal, sie dürften wahrscheinlich in der Mitte sein. Ja, also Crook's Mast ist immer sehr dankbar, in Anführungszeichen. An dem Tal zwischen den Gipfeln zu stützen. Ja, ja, meistens sitzen sie da. Also von daher. Es gibt doch so viele Möglichkeiten, schöne Koop-Games zu machen. Warum gibt es im Sinne wie Sea of Thieves, ich meine, Helldivers schlägt gerade ein bisschen große Wellen, ja, okay. Aber warum gibt es so wenige Koop-Spiele im Sinne wie Sea of Thieves? Das kannst du in so vielen verschiedenen Universen machen. Ja gut, Pokémon, das wird wohl nichts mehr dieses Leben. Palbert hat es ja gemacht, aber halt auf ein bisschen andere Art und Weise. Wobei es dann doch viele nur alleine gespielt haben. Aber warum gibt es kein Harry Potter Koop-Game? Warum nicht? Wo liegt das Problem? Es gibt so viele Möglichkeiten, IPs in Koop-Sachen zu packen, mit anderen zusammenzuspielen. Ja, sind genau in der Mitte. Ja. Nur mit anderen zusammenzuspielen jetzt. Sind in der Mitte? Jetzt wird's, ja, wie wir schon von Anfang gesagt haben. Jetzt kommt ja Jump Ship, kommt ja bald raus. Okay. Das ist aber rein PvE. Ich hol dich. Danke. Aber das geht ja auch, das ist quasi Sea of Thieves in Space. Sieht auch ziemlich cool aus. Aber. Was heißt, das kommt bald raus, also 2024 im Early Access, wahrscheinlich Ende des Jahres oder so, ne? Hier ist da einer von hinten oder was ist los? Ja. Oh, die Goldenen. Ne, ich hab hier die Pflanzen. Oh, sind Pflanzen, ja. Ich schiere so warme Arme drauf und der macht gar nichts. Jetzt kommt. Wann kommt es denn? Am 11. oder was? Kommt jetzt für das Strategiespiel Pioneers of Pagonia der Koop-Modus. Und da muss ich sagen, cool, dass es ein Koop gibt in einem Siedler-like vom Urerfinder. Aber andererseits, ich will nicht sagen, das Spiel ist langweilig, aber ja, also was man halt aktuell machen kann mit den Sachen, eine Karte zu gewinnen, wenn du das zwei, drei Mal gesehen hast und alles gebaut hast und du weißt, es kommt halt noch ein bisschen was, dann ist zumindest bei mir die Motivation nicht so hoch, das nochmal zu spielen. In nächster Zeit. Ja, Koop-Modus hin oder Koop-Modus her? Ich hab keine Brandkugel mehr. Okay, drei Schüsse. Also da hinten kann man. Aua. Wow. Wieso alle mit der Schrot? Was ist los mit euch? Mann, ich glaube da mal Hühnchen auf, kann man das mal erklären? Mm-mm.
Liebe Muni, ne? Ja, bist du nicht. Ich hab meinen. Hey. Man, nimm ihn doch jetzt. Dum, 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 dum. Ja, das nach zwei machen ist die Flagge voll. Es geht dann doch recht zügig. Ich leg wieder eine auf. Seefahrten, Seelenorden, Kopfgeld, da hinsegeln. Mal die Ananas da, das tut mir so eine Seele wie Ananas zu futtern oder sowas. So, bitte noch eine abstimmen unten. Wo müssen wir hin? Shipwreck Bay, direkt vor uns. Ja. Shipwreck Bay. Ne, links ist es. Hm, ah, ist halt der Vorteil, du kannst dich von Insel zu Insel fighten, ne? Das ist schon ganz cool. Hm. Hat was für sich. Aber schauen wir, ob ewig wandern wäre kacke. Schauen wir, ob es bei dir zählt. Ach so, jetzt müsste ich ja 56 haben, ne? Ja, mindestens. Naja, drei Stück. Jetzt habe ich 59, wie geht das denn? Ah, weil wir ja schon mal drei gemacht haben gerade. Ja, nee, okay, stimmt. Ja, wie gesagt, also ist 450 brauche ich für Stufe 4 und ich brauche Stufe 5. Also, dann sind es mindestens 900, wobei ich habe mir dann 1000 gelesen, keine Ahnung. Ob sie es verdoppelt und sie haben es vielleicht runtergesetzt. Oh, kommen wir dann zu unserem Skelettschiff. Segel hoch. Vorne. Die reparieren ja nicht, ich sollte schnell umgehen. Muss ein bisschen doof einlenken wegen der Insel. Schön tief. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Och. Hm. Aber die haben jetzt so viel gefressen. Dauert nicht mehr lang. Und geradeaus. Ja, genau, schön unten rein. Okay, spart euch die Kugeln. Hm. Würde ich fast sagen. Jo, brauchen wir nicht mehr. Wir gehen gleich unter. Wenn wir einen keinen Schuss gerade geben, dann gehen sie locker unter. War den ja schon hinterher. Ah, da gehen sie schon unter. Ja. Doch, bitte stopfen unten. Unten das Loch. Danke dir. Ja, mach ich. Was schwimmst du auch dahin? Oh, jetzt drehe ich uns mal langsam rein. Siehst du so was blinken? Also, Munisakal. Kommst du mal hoch, Lud? Danke, Alter. Einfach nur beschweren.
Dann klappt das. Ja. Wundert mich, als die zwei Raids vorhin reinkamen, nochmal danke an der Stelle. Direkt hintereinander. Oder relativ hintereinander. Eigentlich hätte der Bot keine zwei Shoutouts machen dürfen. Weil er ist so. Wer war's? Ja, da war's. Weil er ist eigentlich so programmiert, dass er eine gewisse Pause macht, dass man es nicht sofort wieder abfeuern kann. Aber aus irgendeinem Grund hat es direkt wieder getriggert. Das ist so cool, dass es funktioniert hat, aber eigentlich hätte es nicht machen dürfen. Jetzt will ich wissen, warum. Das ist so typisch in der Programmierung oder auch in der IT so. Es funktioniert nicht. Warum? Okay, jetzt funktioniert's. Warum? Ja, da ist noch was. Ah, da ist eine Kiste noch. Hab's gesehen. Hab's mitgenommen und das Glitzerzeug ist das Munitionssackerl. Ja. Munitionssackerl. Ah, perfekt. Guck mal, da ist direkt der Außenposten zum Abgeben. Wunderbar. Brauchst du meine schöne Dekoration kaputt, Hannibal? Welche Ration? Alles klar, Traum. Schlaf gut. Danke, dass du dabei warst. Danke für deinen Support. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, Traum. Wir machen hier noch ein Skelettding und. Wo ist deine Dekoration, Entschuldigung? Oder an der Spitze. Du hast die Schädel eingesammelt von der Spitze. Meine schöne Deko. Du kannst dann genau, dann vorne innen da hingestellt, ne? Leute, das genau. Schiff wird hier nicht nach Feng Shui eingerichtet. Meine Güte, ey. Du verstehst auch nichts von Yin und Yang, das Gute und das Böse. Wo haben wir es hier? Ich hab hier voll den Endstress, ey, und du kommst mir mit so einer Scheiße. Korrekt. Oh. Woher glaubst du, kommt dieser Stress? Ich habe mal so einen kranken Mediator gesehen, der hat gesagt, du musst das so ausklingen. Und mein Bruder hat sich dann nochmal die Wohnung ausräuchern lassen, so beiräuchern lassen, damit es Feng Shui ist. Hör mal auf. Oh Gott. Da kommt noch ein Priester, der macht noch ein bisschen Weihwasser. Und jo. Oh, danach haben die geschlafen wie Babys, haben sie gesagt. Und sind die wieder aufgewacht, weil sie Rauchvergiftung hatten, oder wie? Na, ich glaube, die waren auf irgendwelchen Weihrauch unterwegs. Keine Ahnung. Hier ist eine rote. Direkt unter uns. Jo. Oh. Ich komme helfen. Ist das Segel nicht komplett oben? Doch, sollte eigentlich. Dachte eigentlich auch. Warte, schau gar. Schon wieder drei. Wohin auch drei? Super. Ich will schon dritten. Nee, das kann nicht. Wir werden ja immer noch gegen nach vorne gepresst. Da muss irgendein Segel nicht ganz oben sein. Okay. Ich hab geschaut. Hä? Geh uns mal. Das Beat von vorhin. Ich habe immer noch so gegen die Wand gepresst. Haben wir alle eingesammelt? Ja, gut. Ja, haben wir. Such die mal, mach die platt. Nur noch was zu fressen geholt, jetzt können wir. Was sollten wir karten? Überreste des meutenden Piraten gegen Westen. Bei mir. Okay. Überreste des. Wir sind bei mir. Sehr gut gefasst. Oh Gott. Ja, ja und bei mir auch. Oh. Haben wir irgendwo Brandbomben? Nee, natürlich nicht. Also in letzter Zeit hat das Spiel wirklich eine Gabe, Kisten in der Welt spawnen zu lassen, die man nicht aufheben darf. Das ist in letzter Zeit sehr, sehr oft, weil in die Munitionskiste komme ich hier jetzt auch nicht ran. Was will man das? Ohne Moment, aber schneller.
Hey, nicht drängeln, nicht hetzen, Kollege. Ja, ich habe keine Energie mehr. Ach. Ich wusste, sonst wäre ich gestorben. Du musst in dir gehen, Kollege. Du musst ich wäre aus mir gegangen. Ja, das ist wurscht. Du musst ich in dich die irgendwo. Ah, hier. Hier sind sie. Die Untoten hier. Ja, bleibst du. Steht doch. Alter Kebab. Bitte, bitte. Also verzeihen, ja. Eine Skelette beleidigen. Kein Skelett-Shaming. Okay. Ich werde mich zurückhalten. Sonst kommt irgendwann einer hier und sagt hier, das ist... Die haben ich auch Gefühle. Skelette. Haben wir meine Oma? Also irgendeiner wird immer irgendwas meckern. Ja. Jetzt mit der Oma habe ich jetzt gut gefunden. Oh, schon wieder golden. Ach Gott, ja. Singen wir es runter zum Sand, zum Strand. Ah! Die verpassen wir nochmal zwei. Das gibt's doch nicht. Ja, mach das. Ich sammle ein bisschen Loot ein. Ja, ja. Ich sehe sie überall blitzen und blinken. Der Ball ist einfach zu langsam. Treibe hier ganz gemütlich vom Himmel mit einer Tiss-Ecke. Mit einer Tisteke. Mit einer Kiste Tee. Wir kennen sie alle. Die Vakuum- und wasserdichten Holzkisten von Sea of Thieves. Seltener Tee vor allem. Ja. Natürlich. Da oben blinkt noch was. Was ist da erwartet? So leicht dezent. Junge, geh ich mir näher am Keks. Ich muss nur mal was, ey. Ja, ich hol aber nochmal Geld, essen. Der ist nass, kannst du kaputt machen, ich hol noch was zu fressen. Ich schau mal oben, was rauskommt. Oh, Gemüse. Eine aschgraue Truhe des Bündners. Oh, jetzt bin ich tot. So eng. Echt? Ich komme. Jo. Ich plündere deshalb mal die ganze Insel. Ja, es sind ganz schön viele. Ja, ich lass frei. Kein Thema. Ich lass frei. I can fly. Leer gefressen. Ah, hier. Ich komme zu dir rüber geschwommen. Wo haben wir denn die drei Lagerkisten jetzt auf einmal her? Bei einem Schiff eben. Ja. An dem Schiff. Ach, wir haben ja ein Schiff versenkt. Das muss ich noch hochzählen. Ja. Zack. Ja, freilich. Willst du mich küssen mit dem Pupsche oder was ist los? Oh, Big Baby ist da. Oh. Nach. Wow. Ja, jetzt gibt's einen auf dem Sender da. Pack mal bitte, den Sender bitte, aus. Bitte, 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 keine Skelette beleidigen. Verzeihung. Da ist nur eine rote Meerjungfrauenstatue. Und dein neuer Subscriber, Schnini im zweiten Monat. Danke dir für deinen Support. Wo hast du die geile Karten her? Habe ich gerade eingesammelt. Oh, cool. Mag dir noch zur Meerjungfrauenstatue kommen?
Ja, sofort. Ja, gebt erstmal die Schädel. Kann ja eh nicht alles gleichzeitig tragen. Obwohl, ich kann die Kiste vorne mitnehmen. Na, die ist ja voll. Ist egal. Ihr tragt das kurz. Ich schwimme hier und ist eine rote. Rote gibt auch immer gut Loot. Wird vom Hai gefressen. Welcher Hai? Ja, der, was hinter dir gleich kommt. Nee, hier ist keiner. Die Haie haben heute. Jetzt wollte ich schon Haierabend sagen, aber der war selbst mit so schlecht. Also, von daher habe ich nicht gesagt. Oh, wartet mal, ist da ein Keck? Ist noch der hier, oder was? Da ist ein Keck. Oh, da ist ein Keck. Die Frage ist... Ja, dann die Mei. Sprengt die Meerjungfrauenstatue das Keck mit seinem Damage? Och nö, ich kann es auch nicht aufheben. Doch, ich kann es aufheben. Gut. Das hast du, glaube ich, schon mal versucht. Wenn ich drauf gehe, dann holt mich. Ja, ich bin da. Aber warte, bleib lieber mit Abstand. Okay. Es hat Schaden gemacht, aber es reicht nicht. Wir müssen drauf. Ja, komm, runter. Oder hat es denn überhaupt Schaden gemacht? Und jetzt kommen die Meerjungen. Nee, da hat er gar keinen Schaden gemacht. Irgendwie nicht. Brauchst du mir noch? Vielleicht zum Aufheben. Muss sie erstmal einmal angeschossen werden. Keine Ahnung. Muss was essen. Obwohl, die explodiert doch oben an der Oberfläche. Ich war da zu weit. Achso, du meinst, die ist nach oben gegangen. Nee. Wir haben nur einen, ist alles cool. Kann ich mitnehmen. Oh, toll. Ja, toll. Sonst die Kiste mitgenommen. Ich hab gesagt, die brauchen wir nicht. Warte, wo bin ich denn hier? Da. Dann kannst du auch die Kiste noch mitnehmen. Hier. Kann ich nochmal schnell drumherum laufen. Hab ich eigentlich schon, also. Aber vielleicht findest du noch was. Wir haben die Flagge nicht voll gekriegt? Noch nicht ganz, nee. Was fehlt uns denn, die Flagge? Leider nicht. Nicht einmal viel. Viertel vielleicht. Nein, nicht einmal ein Minimal. Boah, wie bitter. So. Ah, das müsste reichen, wenn ich mit der Kiste an Bord komme. Ja, könnte reichen. Es wird reichen. Achtung! Jo. So, wo ist denn der Typ? Wo ist denn, wie weit ist Sunken Grove denn weg? Ah, gerade da oben. Ja, das ist aber auch ein geiler Boss, ne? Der hat richtig geilen Loot. Ja, und eine kleine Insel mit die Brianna. Wie heißt die Insel nochmal? Die liegt auf dem Weg. Ja. Ah ja, gut. St. Lost World. Ja gut, ich guck gerade, das Schnitter ist eh nicht mehr da. Wenn uns der Loot so anlacht, dann... Ja. Dann sind uns die Hände gebunden. 1, 2, 3, 4. Das könnten 4 goldene, was das so neiche Kisten sind. Achso, du meinst, weiß ich noch nicht. Wo müssen wir hin? Nach Südosten, ne? Sag ich dir gleich. Nordosten. Nordosten. Ja, natürlich Nordosten. Weiß, ist das die in dem Steinding da? Ja. Dem Steinhaufen. Natürlich in dem Steinhaufen. Ich tue mir die vor. Naja, das vordere Segel. Auf halb passt eh. Segeln vorne hoch, holt euch Kugeln. Yep. Muss ich noch. Ach, ist nur eine Sloop. Tschüss. Die schießt schon mal nicht mehr. Wellen sind zu schlecht und wir sind zu schnell.
nach vorne, das vorne ein Loch ist. Dann wieder ziemlich weit hinten. Oh, das reicht schon. Muss eigentlich passen. Jo, die senken. Mhm. Hast du noch was am Grill unten gehabt, Hannibal? Ist schon weg. Okay. Lauscht. Also es sind so ein paar Wellen. Ich weiß nicht, ob du schon mal so einen Random-Boss gemacht hast, Hannibal. Das sind so ein paar Wellen, Skelette. Und danach kommt halt so ein Mini-Boss. Und der hat halt noch Loot, den hast du noch nie gesehen vorher. Speziell für, speziell für diese Minibosse. Da kam sie aber auch mit der Season 11 dann erst raus. Ich hab keine Ahnung. Das kann sein, ja. Die Bosse sind erst mit der Season 11 rausgekommen. Weil zuvor hast du immer die Karten holen müssen. Damit du solche Bosse überhaupt einmal kriegst. Und die hast du bei der Larissa holen müssen. So, hallo Elizok. Hallo, ich habe ein Problem. Bei mir stürzt hier 15 Minuten oder weniger ab, selbst ohne Fehlermeldung. Ja, ich weiß was, ich kann dir genau sagen, woran das hängt. Das ist die Sea of Thieves-Version im Microsoft Store. Wir sind, als Sea of Thieves im Sale war, sind wir auf die Steam-Version gewechselt. Das ist ein aktueller Bug der Microsoft Store-Version. Und das betrifft sehr, sehr viele Spieler und auch die Xbox-Spieler. Zwischen 15, 20 und 30 Minuten tut das Spiel einfach crashen. Hast du mir unbedingt noch recht, ein bisschen? Und es gibt einfach aktuell keine Lösung, außer wartet, bis Rare das irgendwann fixt oder hol dir die Steam-Version. Ist bitter, ich weiß, es ist keine Lösung, sich das Spiel zweimal zu holen. Aber ich habe gesagt, ich spiele es so oft, ich habe keinen Bock auf die Crashes. Und wenn du Patches runterladen musst, sind die auch kleiner bei der Steam-Version. Also es ist erschreckend, ein Spiel von Microsoft gepublished. Programmiert von Rare für Microsoft Store und die Xbox läuft auf Steam besser, weil die Unreal Engine und das, was sie programmiert haben, einfach auf Steam ein bisschen runterläuft. Ist bitter, aber ja. Ich glaube, aktuell ist es nicht mehr im Sale, ne? Dann wären es 40 Euro, wenn du es dir bei Steam holen wollen würdest, Eli. Aber ja, ne? Das ist das, was ich dir als einzigen Tipp geben kann. Entweder warten, bis es irgendwann fixen. Aktuell ist... Sie haben es ja schon mal versucht, das hat nicht geklappt mit einem Hotfix. Oder halt auf die Steam-Version wechseln. Steam ist momentan die einzige Variante, was er machen konnte. Leider, ja. Da habe ich ja schon überlegt... Ab wann tut sich Phil Spencer, das ist der Xbox-Chef, ab wann tut der sich einmischen und sagen, Leute, sag mal, geht's noch? Unser Koop-Aushängespiel für den Microsoft Store im Game Pass und für die Xbox. Und ihr kriegt's nicht geappelt, dass das auf unserem hauseigenen System läuft und nicht ständig abschmiert. Also da habe ich mich echt schon gefragt, ab wann meldet sich Phil Spencer und tritt den mal von dem Karren und sagt, Leute, das klappt ihr jetzt aber hinzukriegen. Aber es ist bisher nicht passiert. Segel hoch, wir sind ja schon da. Leute, das vordere Segel hätte man nicht gebraucht. Und auch noch nicht mit Midwind. Sonst segeln wir dran vorbei. Das war ich. So, da sind wir. Gehen wir hinten auch hoch. Bis oben. Ja, oder du wartest auf die nächste Season und hoffst, dass es dann besser wird, ja? Also die haben auf jeden Fall auf das neue Xbox-Framework geupdatet. Mit den letzten Patches. Und das hat Probleme gemacht, speziell mit... Also wie gesagt, dieses neueste Framework... Läuft wohl nicht so rund mit Sea of Thieves, aber das Steam-Framework oder was da im Hintergrund läuft, das läuft wohl besser. Ja. Und daher, wart auf die nächste Season, ist ja nur noch 30.04. beginnt die neue ja schon. Und wenn es dann immer noch nicht gefixt wird, dann ja, boah, dann entweder das Spiel nicht mehr spielen oder halt auf Steam zugreifen. So bitter es halt auch ist. Ne? Ich denke immer, wir haben Löcher, aber nee, hier sind einfach nur die Wellen so stark. Ja, was sind die nächsten Kisten? Chef, buddeln, sonst dauert's ewig. Ja,
die blöde Schlange. In der Mitte noch zwei. Kann ich noch eine Meerjungfrau? Meinst du Statue? Meine ich doch, ja. Kurz überlegt, hä? Meerjungfrau? Eben. Ja, ich höre sie auch. Euch. Aber ich sag's mal wieder, es ist schade, wie viele Leute das Spiel dann doch solo spielen oder dann auch mich fragen oder fragen, ah, kann ich mal mitspielen oder so. Ich habe schon meine festen Piraten aktuell, das ist nicht böse gemeint, ne? Mit den Piraten und Piratinnen, mit denen ich gerne zusammenspiele. Also aktuell ist da nicht Luft, dass ich da jemand Neues suchen wollen würde. Aber das sind schon einige, die mich immer wieder in den YouTube-Kommentaren drunter schreiben oder auch mal privat anschreiben. Sucht euch doch einfach nette Leute. Es gibt zum Beispiel bei mir auf dem Discord kann man in die Sea of Thieves Gruppe gehen, also in den Sea of Thieves Channel, so, da gibt es einen Text-Channel, da kann man schreiben, hey, ich suche jemanden, der gerne, würde gerne mal zusammenspielen und so, und da meldet sich bestimmt wer. Aber es gibt auch, gut, wenn noch Facebook nutzt, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt das offizielle Discord, da kann man bestimmt auch auf Deutsch jemanden finden, also, ne? Tut euch doch einfach zusammen, wenn ihr Bock habt. Alleine kann man das auch spielen, aber naja, es ist halt ein Koop-Spiel. Ne? Ah, du hast das schon platt gemacht? Ja, nimmst du? Ja. Ist noch was da zum Buddeln, oder? Nee, ich hol den ein. Nee, buddeln nicht mehr, aber. Buddeln ist nichts mehr da. Okay. Die Statue habe ich gemacht und die hat zwei abgeworfen. Achso. Okay. Ah ja, dann. Aber merkst du, 23 Uhr verschwinden die meisten Schnitter und. Ja, ja, klar, sind in der Woche. Halt. Einmal hocken, bitte. Wir drehen schon weg. Ich glaube nicht, oder? Kommst du noch dran? Nein, no, schaffe ich nicht. Nee, naja, du bist nicht. Eher links dran. So, jetzt müssen wir weiter nach Nordosten, oder? Ja, Nordost. Ich will den Boss jetzt halt noch legen. Ich will den geilen Loot. Dann ist Schluss. Geht's auch für mich ins Bett. Aber wir hätten ja zuerst da liegen können, wenn man einfach die Flagge abgeben hätte. Die hätten uns nicht gesehen. Doch, klar, haben die uns geschaut, direkt nebendran. Die hätten uns auch so gesehen. Vielleicht, wenn wir uns auf der anderen Seite der Insel versteckt hätten, man hätte es nicht mitballern können. Ich wusste ja, dass der Friedhof auf der linken Seite ist. Von der Seite, wo wir angefangen gekommen sind. Mhm. Ah, man hätte einfach mal früher joinen müssen, dann wäre es ganz anders ausgegangen. Ich hab's gesehen, ich war ja schon auf dem Weg. Achso. Aber. Ja, hättest du was gesagt, dass du kommst früher, dann wäre ich weiter weggesegelt. Nee, das wusste ich. Achso. Okay. Weil ich hab mir dann gesagt, komm, wir versuchen es jetzt, uns gegenseitig wegzuballern, weil. Und wenn wir verlieren, verlieren wir halt, weil ich habe keinen Bock auf 3 Stunden irgendwo rumsegeln, weißt du? Bringt ja auch keinem was. Und sollen sie lieber die Fahne kriegen und sich freuen, dass sie uns versenkt haben und fertig. So, können wir auch mit vollem Segel fahren? Das ist die Insel direkt vor uns, also nein. Die Insel ist leider vor uns. Weil dann rammen wir die ja direkt. Und wir sind mit der Brick so schnell. Mit einem Segel hinten. Mir wurmt solche Sachen immer trotzdem noch. Och. Mir wurmt das noch. Mein Gott. Da nichts dabei, gib mal runter. Ich meine, wenn wir zu zweit mit der Brick fahren und kommen auf ein PvP-Team, die es drauf haben, dass wir da untergehen können, ist halt so. Oh, direkt hier auf der kleinen Insel. Echt? Oh, da haben wir aber Glück. Ja, können wir schön drauf. Haben wir richtig Glück. Dann geht's nämlich schnell. Mhm. Geil. Wieso steht der auf der Karte da dabei? Ja, ja, schon aber klar. Ich hole mir erst nochmal Futter. Jetzt irgendwo so noch vorne, dass wir es gleich haben. Oh. Wie geht's denn? Nee, lass. Ich
wollte bewusst so ein bisschen, ja, jetzt kannst du loslassen, aber ich wollte eigentlich bewusst so ein bisschen drehen, dass ich noch ein bisschen weiter von denen wegsegel. Weil wir waren ziemlich nah. Kann ich wieder links nicht treffen. Ja, je nach Wellengang treffe ich auch nicht, aber wir müssen gucken. Komm, holen wir uns die anderen das rein, wir haben es doch. Ist doch. Wir kommen wieder. Oh, Mann, ich hasse diese Schlangen, das sage ich da ganz ehrlich. Ja, ich hau die auch immer um, wenn ich sie sehe. Ja, eh, aber ich hab's nicht gesehen. Da hat einer tatsächlich mit der Pistole verfehlt. Ich werd bekloppt. Hm. Wie geht das denn? Aimbot ausgemacht. Man muss zu schnell bewegen. Das definitiv. Goldene. Ihr müsstet zu mir mit. Ziehen, ihr müsstet zu mir ziehen, dann kann ja. Ich mitschießen. Kommt zu Didi, kommt zu Didi, da bin ich. Ihr müsst sie zu mir ziehen, Hannibal, komm mal hier. Ja, schon dabei. Ja, kommt zu Didi, kommt zu Didi. Sehr schön. Kommt zu Didi. Sehr schön. Da muss noch woanders sein. Nein, nee. Da kommen schon die Neichen. Kommen schon die Neuen. Keck. Keck, geh weg. Ich hab's gesehen. Hab ich jetzt gerade den mit dem Keck? Nee. Ich hab mir gerade Heddy verpasst. Sicher, weil ich hab auch gerade einen mit der Kanonenkugel erschossen und dachte, ich jag das Keck hoch. Oh, das sind zwei Kecks. Ja, habe ich den auch. Mal auf die andere. Dann habe ich den wohl erwischt. Auf die andere Seite, ja. Mit der Kanonenkugel, ohne dass er hochgegangen ist. Okay. Wahrscheinlich hat die Druckwand so ausgelöst. Vielleicht, ja. Aber. Ja, was willst denn du? Knödel. Skelette beleidigen. Ach Gott. Gemüsegarten kommt gerade daher. Ist Gemüsegarten eine Beleidigung für ein Skelett? Nein. Was grün gestaltet ist? Ich muss unseren Skelettexperten fragen. Dein Lachen vergeht er, nachdem du die Banane runtergewürgt hast. Verzeihung. Gerade kein Wort verstanden, aber ich auch bin nicht. Deswegen, wenn du die Skelette beleidigst, wir verstehen nichts. Am Schluss ist es noch irgendeine schlimme Beleidigung, wo dann ein anderer Österreicher sagt, was hast du denn da in deinem Stream? Deswegen, bitte zügel deine Beleidigung gegenüber Skelette. Ich hab einfach nur gesagt. Ich hab nur gesagt, er soll seine Banane abwürgen. Ja, egal. Wichtige Dinge kommentieren, das ist entscheidend. Das ist der Missgunst, weil mir die Skelette hauen und ich bin so erbös darauf, weil es mir sie verhauen. So, jetzt habe ich mir. Ich würde sagen, erklär das mit deinem Therapeuten einer intensiven Einzelsitzung. Aber es hört man ja nie an der Tour. Ja gut, da kann ich jetzt nichts für. Oh, unser Big Boss kommt. Und ein Dicker. Ja, dann zieht ihn mal zu mir. Zieht ihn mal zu mir. Ja, schon dabei. Ich hab irgendwas gekillt. Ja, die Guardianen. Ah. Aber der Boss ist also noch. Der Boss ist noch nicht da, oder was? Doch. Ja, sicher. Siehst du nicht rot? Ich sehe hier gerade nur Nebel, also. Na, ihr müsst ihn da weiter rausziehen, da kann ich ihn nicht treffen. Ja, der ballert. Du griffst, ne? Wunderbar.
Ich hab von, jetzt kommt er. Ich habe von 3 Kugeln, von 4 Kugeln habe ich 2 getroffen, also. Schieß auf mich, schieß auf meinen Namen. Ich kriege eh kein Damage. Na, da ist aber ganz viel Rouge, also ich versuche. Nee, da. So, bitte nicht schießen. Wo ist denn der hin? Da hat sie getan. Ah, da, hier direkt. Stopp. Heck. Hol die nächste. Ja, ich hab kein nichts mehr zu futtern. Super, ich muss mir was zum Essen holen. Bist du gestorben, Hannibal? Ja, ich war nicht schuld. Nein. Ah, ich glaube, der hat selbst auf die Keck-Chance. Ja, ja. War noch nicht mal der Fit. Der hat dich angeschossen, ja, mit dem Keck in der Hand. Ich hab mich schon wieder Kilometer weit weggeschleudert. Hm. Ich komme zurück. Das war's. Jo. Na, ja, zum Glück konnten wir auf den Ballern, da ging's halbwegs schnell. Besser Schiffi. Ich dreh mal. Ah, da habt ihr dieses kleine Schiff, ne? Das war's, oder? Jo. Na, da liegt nur Voodoo-Puppen. Oh. Bei mir? Also. So. Oh, das war's, ne? Jo. Einmal hocken. Ah, oh, warte, jetzt hocke ich weg. Ist egal. Ja, hol ihn. Wir segeln jetzt weiter zum Abgeben. Ja. Wir wollen noch was essen. Ist dick genug. So. Ess zu Hause. Ja. Das hat mir jetzt aber sehr gut gekränkt. Ne? Die Puppe, ein Schiffchen. Ja, das Schiff ist süß. So, abgeben oder was? Naja, jetzt Schluss für heute. Das Schiff kannst du nämlich am Wasser schwimmen lassen. Das schwimmt wie ein echtes Schiffi. Hm, okay, cool. Du musst nachher ausprobieren. Jetzt lässt einfach im Wasser los und dann schwimmt wie ein echtes Schiff. Macht mal Segel nach rechts. Nee, nach links. Ich will sehen, wo die Insel ist. Und so viel schneller oder langsamer sind wir auch nicht. Okay, wir müssen, glaube ich, nach. Ja, wir müssen viel weiter nach rechts. Okay. Du ist das eigentlich nur. Ja, ja, schlag drum. Nur westlich. Ich glaube, wenn du in der Nacht Brixie machst, hast du deine Ruhe, oder? Captain Brixie und die Skull of Siren Song. Ja, den habe ich schon komplett. Also das war, da habe ich schon die komplett. Ich glaube, ich habe es noch nicht komplett. Ich muss, glaube ich, noch 4-5 Mal machen. Ich habe es mit Hannibal ein paar Mal gemacht. Du kriegst nämlich ja die Maske. Ja, die habe ich noch nicht. Was? Aber wo ist das? Das ist unter Dings, unter Seemannskern wahrscheinlich, ne? Oder so. Mhm. Nee, nicht wirklich. Egal, wir gehen erstmal ab. Sonst ramme ich die Insel nicht. Also unter Seemannsgarn nicht, sondern unter Schiffsratten. Schiffsratten, ja. Der Schädel der Sirenengesang. Erste Seite. Hä?
Habe ich null. Kann es ja auch nicht sein. Deshalb, der Held, das muss ein Bug sein. Ach nee, du musstest Belobigung 0 von 5, das musst du ja zigmal gemacht haben. Ja. Okay. Ich muss bis auf Grad 5 aufbringen. Boah, viel Öl. Dann kriegst du nämlich, du kriegst Segeln und eine Figur für Schiffsfreunde und eine Flagge. Weißt du, wie oft man das machen muss, ey. Ich hab's, ich kann das gleich sagen. Ansehen, Schiffsratte. Grad 5 habe ich 50 Mal die Truhe und den Schlüssel des Sirenengesangs ausgraben müssen. Bis ich auf Grad 5 war. 40 Mal Sirenengesang ausschließen. Und bei Brixie den Channel 30 Mal zurückgebracht haben. Also 50 Mal. Jetzt ein bisschen Segel. Ja. Ja. Nur ab und zu ist mal halt passiert, dass wir dann den Schädel abgenommen haben oder sonst irgendwas. Brauchst du ja nicht. Ich geh mal rüber. Du musst dir nur 30 Mal einen Schädel abgeben. Ja. 30 Mal einen Schädel abgeben, 40 Mal die Truhe öffnen und 50 Mal die ganze Mission zweimal ausgegraben haben. Hm. Achso, ich gehe jetzt kurz mit dem Schiffchen runter. Achso. Komm. Warte, da kann ich ein Thumbnail draus machen. Aber ich muss mal die Seitenleiste kurz wegpacken. Und ich muss mich kurz wegpacken. Nein, da, die Kamera. Moment. Ich denke, du hast nur eine halbe Stunde Zeit, ja? Ja, wir haben das ja schon mal gehabt. In der Hard ist in der Hand. Also kann ich mir was draus basteln. Okay. Seitenäste wieder. So, das sollte es gewesen sein. Aus der Flagge. Gebunden, weil wir die Flagge noch? Mhm. Ja. Wart's noch. Wenn wir Schiffchen nicht verkaufen, dann wird's nix. Oh! Jetzt haben wir Wasser gelassen, stimmt. Hä? Ich hab mich dran gedacht. Ich hab dich mit dem Schiff doch da gelassen. Oh ja, yeah. Ist verkauft. Ich habe was Blaues im Wasser glitzern gesehen und denke mir so, hey. Aber das gab nur 1600? Hm. Aber schau dir mal die Prämie an. Ja, klar, die aber... Die Voodoo-Teile und die Zeter, die bringen nicht recht viel. Warte. Die bringen nicht recht viel. Aber den Doppelköpfigen, den brauchst du für Commendation, brauchst du. So. Und solche Karten findest. Ja, gut, du mich einer zum Abstimmen. Hör mal, bist du bei ihm? Ja. Ja, wir haben's. Okay. So, war doch ganz erfolgreich. Das eine Mal versenken sehen wir einfach nicht. Da waren wir nur zu zweit. In diesem Sinne. Genau, ich bedanke mich bei euch gerne wieder. Ich mache gleich noch die Abmoderation. Okay. Im Stream bleibt noch dabei. Ich schicke euch noch weiter per Raid. Aber ich gehe mal aus dem Discord. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. So, das war Sea of Thieves für heute. Morgen wieder arbeiten, deswegen machen wir jetzt Schluss an der Stelle. Vielleicht spielen wir morgen Abend schon wieder mal gucken. Ja, vielleicht ab 21 Uhr. Das klären wir noch, ob wir dann mal 2-3 Stunden machen. Das sehen wir dann.
Spontan, auf jeden Fall habe ich vor, am Donnerstag ein neues Spiel zu machen, wenn es rauskommt im Early Access. Ich verrate mir noch nicht was, aber ich habe es schon mal gespielt. So viel kann ich verraten. Aber es kommt dann in den Early Access, da habe ich Bock drauf, das mal anzutesten. Vielleicht danach noch Sea of Thieves, aber zumindest mag ich es mal nach Feierabend antesten. Da gucken wir mal. Ja, war ganz, doch ganz erfolgreich, ein bisschen was gemacht. Das dauert halt bei Seelenorden noch. Da habe ich nicht so viel gemacht, immer nur nebenbei. Aber nicht mit der Botschafterflagge. Und wenn ich da jetzt noch ein paar Sachen haben will, muss ich halt mit der Botschafterflagge noch mal ein bisschen ran, ne? Und mal ein paar Skelette halt umhauen. Wenn wir gerade noch mal reingucken, bei Seelenorden hier, das zieht sich halt noch ein kleines bisschen. Nämlich 362 von 450. Ja, von daher müssen wir mal gucken, was wir die Tage wieder machen. Aber wir machen mal wieder PvP, wir machen wieder Skelettschiffe. Ein bunter Mix hier, auch in dem Spiel. Aber hier ist jetzt Schluss. Im Stream bleibt dabei, wir raiden noch wohin, wenn noch jemand Nettes da ist. Vielleicht bei Sea of Thieves, mal gucken. Auf jeden Fall für die Aufnahme hier ist an dieser Stelle Schluss. Deswegen für alle, die das hier nachgeschaut haben, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.